bei mir hier im Studio sind jetzt Marco und Knut, steht ja auch auf dem Visual. Und wir nehmen euch jetzt bei Anhalte durch die Galaxis. Dank moderner Technologie gehen wir jetzt auf die Sternwarte Lübeck und schauen durch das Teleskop. Wobei wir haben ein bisschen tricksen müssen, denn eigentlich ist das Wetter nicht so toll heute. Und wir haben Wolken. Aber die Marco und Knut waren so toll und haben über die Weihnachtszeit Entschuldigung, ich hatte die Regie kurz im Ohr. Haben Sie was aufgenommen und Sie werden euch, als wäre es live, durchführen. Es geht leider nicht anders. Also, ich will euch nicht länger anlabern hier. Bei Anhalter durch die Galaxis 4, 3, 2, 1, go! Ja, danke schön, André. Wir übernehmen aus Lübeck heraus. Wir wollen euch einmal kurz einführen in das Thema der Videoastronomie. Dafür zeigen wir kurz ein paar Folien. Anschließend gucken wir auch auf das, was tatsächlich beim Teleskop dabei rauskommt und wie man dann per Videoastronomie oder entsprechend der, ach, das kommt die Slide. Entschuldigung, jetzt haben wir hier ein technisches Problem. Geht weiter. Der Videoastronomie die Bilder letztlich auf seinen Bildschirm bekommt und betrachten kann. Die Idee selber ist schon ein bisschen älter. Ziemlich alt, um genau zu sein. Sie stammt nämlich aus dem Jahr 1928. Und hier ist ein entsprechend alter Artikel von Donald Menzel, ein US-Amerikaner, der die Idee aufgebracht hat. Und das, was man hier sieht, ist eigentlich drei Sternwartenkuppeln mit Teleskopen. Und er wollte den Mars beobachten. Und die Information, die er hier eingesammelt hat, von den Teleskopen wollte er und dafür diese Telefonleitung gerne fern übertragen, ja, um sie entsprechend sichtbar zu machen. Wie wollte er das Ganze tun? Nun, hier die untere Hälfte des Ganzen. Wir haben das Lichtstrahl hier vom Teleskop. Das Licht fällt sozusagen rein, fällt dann innen drin auf einen Detektor. Dieser Detektor, damals hatte man natürlich keine Chips oder ähnliches, ist entsprechend ja, in einen Vakuumkolben reingegangen. Das Signal sollte verstärkt werden und rausgeschickt werden, dann zu einer Live-Übertragung. Und er wollte gerne rotes Glas, gelbes Glas und blaues Glas sichtbar machen, damit entsprechendes Licht gefiltert wird. Und über einen Projektor, das sehen wir hier oben rechts, das Bild ja letztlich live projiziert wird und Leute entsprechend sehen können, was diese Teleskope oben in Alaska in dem Falle aufnehmen. Das Ganze auch noch per Lautsprecher und so weiter und so fort. Das war die Idee von 1928. Die Technik war noch nicht da, das kam viel später, aber zumindest die Idee war geboren. Und die Idee hat die Leute nicht losgelassen. Hier von 1961 ein Bild von Jill Miles, das war so einer der großen ja, Entrepreneure auf dem Bereich hier in seinem Garten in Sydney. Man sieht hier hinten das Teleskop, noch eine Riesenkamera, die da hinten dranhängt und so ein alter Röhrenfernseher, auf den er dann das Bild entsprechend übertragen hat. So, wie ist das Funktionsprinzip? Zumindest früher, das, was wir eben gesehen haben. Und hier reden wir von der Videoastronomie. Ich habe ein Teleskop. An dem Teleskop hinten hängt eine Kamera und das Bild der Kamera wird entsprechend auf einen Fernseher übertragen und kann dort live angeschaut werden. Und heute macht man es ein bisschen anders. Ich habe wieder mein Teleskop, wieder meine Kamera, nur das Ganze geht dann direkt rein in meinen PC. Das heißt, ich habe keine analoge Technik mehr, sondern im Prinzip die digital verstärkte Astronomiesicht durch das EEA-Prinzip. Hier nochmal in Übersicht, also Videoastronomie ist das klassische mit analoger Videotechnik, ohne PCs und von EAA,
Electronically Assisted Astronomy, sprich man dann, wenn ich das Gleiche im Prinzip mit moderneren PC-Kameras abfilme und entsprechend das Signal auch so direkt verarbeiten kann. Gut, Details hüpfe ich einmal rüber. Wir können also im Vergleich, das Wichtige vielleicht, wir können haben eine deutlich geringere Auflösung. Das wird sich ändern im Laufe der Zeit. Jetzt mit USB 3.0 und auch zukünftigen Formaten können wir einfach viel schneller das Bildmaterial rüberschaufeln. Wir haben deutlich kürzere Belichtungszeiten. Das hilft uns, Störungen in der Erdatmosphäre, man spricht dann vom Seeing, auszugleichen. Hilft auch bei einigen Objekten, die machen wirklich Sinn, wenn man sie so aufnimmt. Und das Ergebnis lässt sich leicht teilen, wie wir das jetzt heute mit euch auch zusammen machen. Jetzt ein Beispiel mit der ISS. Da muss ich leider, weil PowerPoint das nicht so ganz hingekriegt hat, hier einmal eben die Präsentation beenden. So, und zeige euch jetzt ein Video, wie das Ganze aussieht. Das ist im SER-Format, das ist ein unkomprimiertes Videoformat, was man dafür nimmt. Das ist handnachgeführt und ihr seht praktisch, wie die ISS über den Himmel zieht und auch sich sehr stark immer deformiert. Und das, was man denn tut, ist, man macht praktisch eine Videoaufnahme, macht 10.000, 20.000 Aufnahmen, je nachdem, wie schnell die Kamera ist, und fängt dann an, sich die besten auszusuchen. Und ihr seht, hier nach hinten wird es ein bisschen hübscher. Und das ist genau das Prinzip, was wir im Prinzip anwenden, und dann nimmt man die schönsten Bilder, macht daraus eine Einzelaufnahme, und das seht ihr hier, das ist wirklich mit einer kleinen Planetenkamera abgefilmt. Schon kann man die ISS darstellen und man sieht hier dann die Sonnensegel, die Innenkonstruktion der verschiedenen Module, die die ISS hat. Sie ändert sich sehr schnell im Winkel, wenn sie vorbeifliegt. Aber das ist im Prinzip möglich, hier gemacht aus Lübeck heraus. Und die ISS hat so ihren nördlichen Wendepunkt über Köln. Das heißt, man kann ziemlich weit damit im Prinzip gucken und die Aufnahmen angucken. So, das nächste Problem, was wir haben, ist Seeing. Auch das ist etwas, was uns häufig stört in der Astronomie. Sterne fangen an zu tanzen. Das liegt daran, dass wir im Prinzip durch die verschiedenen Luftschichten durchgucken müssen. Je flacher wir beim Horizont gucken, desto stärker haben wir, je mehr Luft müssen wir durchschauen und die Sterne fangen an zu tanzen. Das ist wetterabhängig. Am besten ist es, wenn man hoch in den Bergen ist oder in der Wüste. Beides zusammen ist perfekt, wenig Luftfeuchtigkeit, dann habe ich einen ganz klaren, gut dastehenden Himmel. Und das ist das Prinzip, um das es hier geht, Lucky Imaging. Das heißt, auf gut Glück, ich filme etwas und nehme die besten Bilder hinten raus. Und das können wir hier einmal sehen im Vergleich. Wir haben hier links Einzelaufnahmen, die eine schlechte Qualität haben, weil sie unscharf sind, ne? Also wenn der Stern zum Beispiel stark aufgebläht ist, rechts habe ich ein besseres Einzelbild, was ich in dem Falle weiterverwenden würde. Jetzt machen wir das nicht nur mit einer Aufnahme, sondern ganz viele. Das heißt, wir stacken die und bilden daraus Mittelwerte. Und jetzt sieht er rechts den Mittelwert von 50.000 Einzelaufnahmen, was ungefähr 21 Minuten Belichtungszeit in dem Sinne entspricht. Man sieht also, es ist hier irgendein Objekt, was wir am Himmel haben. Und wenn wir die jetzt anfangen, untereinander auszurichten, dass sozusagen der Mittelwert der Einzelwerte immer übereinander liegt, dann sieht man, man hat schon ein bisschen mehr Informationen. Hier kommen so links und rechts so zwei helle Punkte raus. Das mache ich entsprechend per Software. Wenn ich jetzt nicht alle Aufnahmen mache, sondern mir nur die besten Aufnahmen raussuche, dann sehe ich schon, hey, wow, das sind hier zwei helle Punkte. Der linke ist vielleicht noch so ein bisschen doppelt. Und wenn ich nur die 10 besten Prozent nehme, also wirklich mehr vom Input aussortiere, bevor ich es verwende, oder auch rechts ist mal nur 1% der besten Aufnahmen genommen, dann sehe ich aus diesem schlechten Eingangsmaterial durch die Massenverarbeitung, was dort eigentlich für ein Objekt hintersteht. Und das ist der Riesenvorteil, den wir hier haben. Das nutzen wir bei Planetenaufnahmen. Das können wir gut nutzen beim Mond. Auch da sehen wir stark das Seeing. Dann kommt doch ein recht gutes Beispiel aus, hier auch mal per Videoastronomie gemacht. Nächstes Beispiel ist zum Beispiel bei der Sonne, Sonnenprotuberanzen. Lässt sich auch wunderbar als Video darstellen und entsprechend aufnehmen. Und ihr seht hier unten vor der Sonnenscheibe auch die ISS vorbeifliegen.
Die ist in ungefähr einer guten Sekunde ist die einmal über die Sonnenscheibe rübergeflogen. Das Spannende dabei ist einfach die Zeitsynchronisation. Man nimmt mit einer 1/4000 Sekunde auf und das muss halt auf den Punkt genau stimmen. Das ist jetzt aufgenommen gewesen mit einer normalen Canon-Spiegelreflexkamera. Wenn man eine Videokamera nimmt, hat man halt mehr Frames und kann einfach ohne so viel Synchronisationsaufwand die Aufnahmen starten. Mit den Spiegelreflexkameras muss man halt genau treffen. Das macht es ein bisschen spannender. So, was sehen wir, wenn wir durchgucken? Hier ein Krebsnebel von einem Kollegen aufgenommen. In den Anfängen hier sehen wir den Flammennebel. Beides zeigen wir euch auch noch. Den M20 Trifidnebel, den wir hier gerade haben. Das sind Bilder, die man so erwarten kann mit einfachen Webkameras, die hier hinter verwendet werden. So, hier schwenken wir einmal rüber, oder das ist eine Aufnahme immer noch mit Videoastronomie gemacht und jetzt der Vergleich zur normalen Astronomie. Hier eins mit einer Canon-Kamera, das sind die Säulen der Schöpfung, eins der ersten Bilder, die Hubble auch aufgenommen hat. Hier einfach durch ein einfaches Teleskop aufgenommen von der Erde. Auch mit einer normalen Spiegelreflexkamera. Das eine Aufnahme mit einer CCD-Kamera, monochrom, die nochmal deutlich mehr Details zeigt, was ich eben so nicht gesehen habe. Und wir werden euch heute Abend beides zeigen, nämlich einmal die Farbaufnahmen durch eine Farbkamera aufgenommen und das zweite ist Objekte am Himmel aufgenommen durch eine Monochromkamera, wo wir durch Schmalbandfilter uns auf einen einzigen Atombereich konzentrieren. Hier ist es ionisierter Wasserstoff. Und damit kann man sehr schön auch diese interstellaren Nebel darstellen, die am Himmel entsprechend da sind. So, Deep Sky-Aufnahmen rein visuell. So würdet ihr zum Beispiel M51 sehen, wenn man durch ein großes Teleskop guckt. Keine Farben, kein Nichts, so ein bisschen erahnt. Das ist gestackt, 2000 Einzelbilder. Zu je 5 Sekunden Aufnahmezeit. Das heißt, man kann auch ohne Nachführung ganz kurz belichten und haut dann halt tausende von Einzelbildern rein und kriegt dann eine relativ schön ausbelichtete Galaxie. Ist aber nichts im Vergleich zu dem, was wir heute noch mit Deep Sky Astrofotografie machen können, wenn wir einfach hochauflösende Kameras einsetzen. So, das als kleines Intro zu dem Thema. Und dann gebe ich mal das Mikro weiter an Marco. Und dann machen wir weiter. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo an alle Nachtschwärmer. Wir haben uns das heute so überlegt, dass wir zum Anfang einmal so ein kleines Grab-and-Go-Teleskop nehmen und dort zeigen, was wir alles machen können. Wie ihr es hier schon mitbekommen habt, hier herrscht Regen, dicke Wolken. Wir können leider nicht richtig ganz live sein und haben uns das dann über die Weihnachtsfeiertage schnell und etwas improvisiert alles aufgenommen und wollten halt einfach nicht aufgeben und euch wenigstens ein paar Kleinigkeiten zeigen. Jetzt nochmal ganz kurz vorweg. Wir werden heute häufiger über ein sogenanntes EV-Scope sprechen. Das soll jetzt keine Werbung sein. Das ist einfach das Mittel der Wahl, das wir zur Verfügung hatten. Und das gibt auch ganz andere tolle Sachen, auch viel günstiger und viel einfacher. Diese Videoastronomie lebt auch ganz gerne davon, dass man sich die Sachen selbst zusammenbaut mit günstigsten Mitteln über zum Beispiel Webcams und einfache Teleskope und vielleicht sogar selbstgebaute Montierung. Aber nun, wir haben das zur Verfügung. Das ist hier auch von Knut selbst gekauft worden und das haben wir benutzt, weil es gut funktioniert. Nach dieser Vorführung oder nach dem Zeigen des EV-Scopes wird Knut dann noch ein paar Einspieler bringen, wie man das Ganze noch mit der monochromen Kamera machen kann, und zwar dann mit größeren Teleskopen und mehr Auflösung. Ich stelle euch einfach mal das EV-Scope vor. Das haben wir vorhin einmal ganz kurz aufgenommen. Los geht's. Das ist das EV-Scope. Vom Prinzip her ist es ein klassisches Newton-Teleskop mit einem Spiegel hier unten, aber statt eines Okulares ist hier oben ein Kamerachip montiert. Das EV-Scope ist auf einer azimutalen Montierung gelagert, das heißt, wir haben einen Motor hier und einen Motor dort, um es zu bewegen. Dieser Deckel enthält eine Bartimus-Maske, somit multifunktional und sehr gut im Feld einsetzbar. Gesteuert wird das Ganze mittels einer App. Ich muss es hier einschalten. Es baut sich ein Wi-Fi-Netz auf,
und ich kann mich direkt damit verbinden und das ganze Gerät dann steuern. Und die Objekte dann anfahren. Das war's. Ja, jetzt kommen wir zu der ersten Aufnahme, die wir da mit dem Feld gemacht haben. Ihr seht, es ist wirklich ganz, ganz einfach. Jeder kann es bedienen. Man braucht eigentlich auch überhaupt keine Vorkenntnisse. Es ist anders als bei einer parallaktischen Montierung, muss man das Gerät auch nicht ausrichten. Das macht er nämlich jetzt hier. Und zwar sagt er gerade, Felderkennung war erfolgreich. Das heißt, er schaut sich diese Sternmuster an, die jetzt schon weg sind. Und auch das war tatsächlich live. Wir lassen das einfach drin, um den Charme beizubehalten. Er erkennt quasi anhand der Sternkonfiguration, die er gerade aufgenommen hat, wo er sich befindet. Dann kann ich einen hellen Stern angeben, den ich dann anfahre, um das Teleskop zu fokussieren, damit wir auch wirklich gestochen scharfe Bilder bekommen. In dem Fall habe ich mir jetzt Betelgeuse ausgesucht. Das ist ein sehr, sehr heller Stern, der denn jetzt demnächst ins Bild kommen wird. Erstmal schwenkt das Teleskop irrsinnig lang, weil es quasi aus dem Zenit übernommen worden ist, so wie eben auf dem Bild zu sehen. Er wird jetzt zwischendurch einmal anhalten, anhand dieser Sternkonfiguration wieder überprüfen, wo er ist. Das ging in dem Fall recht zügig. Jetzt wird es ein wenig länger dauern. Wahrscheinlich, weil dort sehr viele Sterne zu sehen sind oder ein ungewöhnliches Muster. Er muss einfach ein bisschen rechnen. Und dann schwenken wir auch zügigst auf Betelgeuse. Das passiert jetzt. Und dort ist er auch schon, ein sehr, sehr heller Stern. Wir sehen, vom Prinzip her ist das Teleskop schon relativ gut fokussiert. Nichtsdestotrotz überprüfen wir das jetzt. Gleich wird es anfangen zu wackeln. Dort setze ich diese sogenannte Bartinov-Maske auf und dann steht da ein Interferenzmuster. Und zwar dieses hier. Und jetzt geht es darum, dass sich alle Strahlen im Mittelpunkt treffen und eine möglichst hohe Symmetrie entsteht. Jetzt drehe ich am Fokus. Das sieht man gleich. In diesem Fall jetzt. Und jetzt habe ich in die falsche Richtung gedreht und es ist total defokussiert. Okay, dann muss ich zurückdrehen. Es ist fast gut. Das war ein wenig zu weit jetzt. Und wir hoffen, dass wir uns dem Punkt langsam nähern. Gleich wird es passen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Für die Zwecke, die wir jetzt vorhaben, reicht diese Art der Fokussierung definitiv aus. Wir werden scharfe Bilder bekommen. Das heißt, ich nehme jetzt die Maske ab, damit ich auf das erste Objekt, was wir heute Abend besuchen wollen, schwenken kann. Das geht relativ einfach oben über diesen Knopf. Hier sieht man schon mal auch die App-Oberfläche. Es ist ganz einfach alles. Ich gebe das Objekt ein, was ich gerne anfahren möchte. Es ist in dem Fall die Galaxie M82, die sogenannte Zigarrengalaxie. Das ist eine Galaxie, die wir in Kantenlage sehen. Das heißt, wir schauen nicht oben drauf, wir sehen sie nur von der Seite. Das heißt, sie sieht sehr flach aus. Der ein oder andere wird es vielleicht schon erraten haben, sie könnte Ähnlichkeit mit einer Zigarre haben. Auch hier sucht das Teleskop wieder ein paar bekannte Sternmuster und schwenkt dann auf die Galaxie. Ich kann da schon mal einiges zu der Galaxie sagen. Sie ist etwa 12 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 40.000 Lichtjahren. Das heißt, sie ist deutlich kleiner als unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße. Und das Schöne oder Besondere an dieser Galaxie ist, dass sie vor etwa 500 Millionen Jahren
eine Begegnung mit der etwas größeren Galaxie M81 oder Bodesgalaxie hatte. Und dadurch ist die ganze Materie, die sich dort drin befunden hat, das Gas, die etwas sehr heißen Gase, durcheinander gebracht worden. Und es ist zu einer extremen Sternbildung gekommen, einen sogenannten Starburst. Das heißt, diese Galaxie produziert Sterne am Laufband. Sie wird jetzt hier gleich reinkommen. Das war auch wieder ein sehr weiter Schwenk. Dort oben sehen wir sie schon etwas überbelichtet, weil der Gain, die Verstärkung, sehr hoch ist. Hier oben ist jetzt der Knopf. Man kann den Gain auch manuell etwas runterstellen. Sollte man eigentlich die Finger von lassen, weil die Automatik funktioniert in der App eigentlich ganz gut. Aber zum Zeigen habe ich es mal gemacht. Dann klicke ich hier oben drauf. Er sagt mir unten, dass die Live-Ansicht und die Himmelsverfolgung an ist. Es kommt dieses Zeichen und das bedeutet, dass er jetzt die Bilder, wie vorhin genannt, übereinander stapelt. Wir haben jetzt 0 Sekunden. Das heißt, er rechnet noch. Nach 8 Sekunden hat er schon sehr, sehr viele Informationen gesammelt. Das heißt, wir sehen hier tatsächlich auch schon sehr viel Farbe, sehr viel Licht. Das heißt, das Zentrum ist sehr, sehr hell. Hier ist das Zentrum geteilt durch eine Staubschicht. Die ist undurchsichtig, jedenfalls für das Licht im sichtbaren Bereich. Nach 16 Sekunden sehen wir, dass dieser relativ verrauschte Hintergrund sich langsam beruhigt. Es werden auch mehr Details sichtbar. Und wenn wir dann lang genug belichtet haben, dann bekommen wir ein relativ ansehnliches Bild. Wir müssen dabei bedenken, es geht hier nicht um die schönsten Astrofotos. Dafür gibt es andere Möglichkeiten und Mittel. Sondern hier geht es darum, dass wir sowas einfach mal schnell auf die Schnelle sehen können. Ich habe das jetzt 5 Minuten belichtet. Wie gesagt, man sieht hier sehr, sehr deutlich schon diese Wasserstoffanteile. Dort eine Dunkelwolke, eine Staubwolke. Und diese Galaxie spuckt 2 Jets in beide Richtungen aus. Sie sind hier leider nur angedeutet. Da muss man ein bisschen Fantasie vielleicht haben, um die zu sehen. Aber sie sind definitiv da. Ragen ungefähr 25.000 Lichtjahre in beide Seiten hinaus. Und dort findet jetzt diese Sternbildung statt. Nur zur Info, also wie gesagt, sie ist kleiner als unsere Milky Way, als unsere Heimatgalaxie. Und in ihr sind bereits 50 Milliarden Sterne. Als zweite Galaxie habe ich mir die Galaxie M102 rausgesucht. Diese ist sehr, sehr weit entfernt von uns. Das läuft. Die ist sehr, sehr weit entfernt von uns, und zwar etwa 50 Millionen Lichtjahre. Das heißt, als das Licht dieser Galaxie ausgesandt wurde, was uns heute erreicht, waren die Dinosaurier noch gar nicht lange ausgestorben. Diese Galaxie hat einen Durchmesser von etwa 60.000 Lichtjahren. Ich wollte sie einmal zeigen, weil sie sehr weit weg ist, um einmal mal zu zeigen, welche Möglichkeiten wir bereits mit sehr, sehr kleinem Equipment haben. Dort kommt sie rein. Ich habe jetzt das Live-Stacking aktiviert. Genau, jetzt hat er sie schon erwischt. Wie gesagt, sie ist sehr weit weg, auch nicht allzu groß, und deswegen erscheint sie nur als dieser wirklich kleine Staubfleck. In einem Teleskop, in einem normalen Amateurteleskop, ist sie sehr, sehr schlecht zu sehen. Und wenn, dann nur dieses helle Zentrum, ohne diese Details. Ich habe das Ganze jetzt hier einmal aufgenommen, um zu zeigen, wie sich das in der ersten Minute verhält. Man sieht, das Bild wird immer besser. Auch das Verrauschen geht wieder weg, die Details kommen raus. Wir sehen auch hier wieder ein sehr, sehr helles Zentrum, weil im Zentrum dieser Galaxien ballt sich das Gas sehr stark zusammen. Es ist sehr heiß und strahlt dort entsprechend groß. Und nach etwa 16 Minuten Belichtungszeit bekommen wir dieses Bild hier raus. Man sieht sogar schon das Halo, was sich sehr, sehr viel weiter um diese Galaxie verbreitet. Eine weitere sehr schöne Galaxie, die aber nicht ganz so weit weg ist, ist die sogenannte M32, die Triangulum-Galaxie oder Dreiecksgalaxie. Sie befindet sich im Sternbild Dreieck und ist die drittgrößte Galaxie unserer lokalen Gruppe. Und auch eine sehr schöne Galaxie, weil wir eine direkte Draufsicht haben, können wir sie sehr gut sehen. Es ist ebenfalls eine
eine Spiralgalaxie, eine Spiralarmgalaxie mit einem Durchmesser von etwa 60.000 Lichtjahren. Und sie ist derzeit etwa 3 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Auch in ihr befinden sich circa 50 Milliarden Sterne, also etwas weniger als in der Milchstraße. Wie ihr hört, er fährt und fährt und er macht wieder einen sehr, sehr weiten Schwenk. Jetzt sehen wir, sie ist sehr flächig und auch im Teleskop sehr schlecht zu sehen. Das heißt, wir aktivieren das Live-Stacking, bauen die Bilder übereinander, sammeln ganz viele Photonen und schauen uns an, wie diese Galaxie tatsächlich aussieht. Wenn wir schauen, es ist sehr verrauscht, aber hier sehen wir sofort den einen Spiralarm, das helle Zentrum und den anderen Spiralarm auf der anderen Seite. Und das nach nur 8 Sekunden. Nach 12 Sekunden wird das Rauschen weniger, die Details mehr. Und schon sieht man hier einen weiteren Arm zum Vorschein treten. Ich habe die Galaxie insgesamt 21 Minuten belichtet und das alles hier, was wir hier sehen, ist Teil dieser Galaxie. Das ist größer als der Vollmond. Genau, dieser Bildausschnitt ist deutlich größer als der Vollmond. Das kann man mit dem Auge nie sehen, mit dem Feldstecher nicht und auch mit den meisten Amateurteleskopen einfach nicht. Dann haben wir tatsächlich als nächstes eines der Paradeobjekte des nördlichen Winterhimmels. Und zwar den großen Orionnebel. Es ist eines der schönsten Objekte, aber auch eines der schwierigsten Objekte. Dieser Nebel ist relativ dicht dran, relativ dicht, heißt 1350 Lichtjahre. Astronomisch gesehen ist das quasi Nachbarschaft. Dieser gesamte Nebel, also dieser einzelne Nebel, der Teil der großen Orion-Molekülwolke ist, hat eine Ausdehnung von etwa 20 Lichtjahren. Es ist eines der aktivsten Sterngebiete, Sternentstehungsgebiete in unserer Heimatgalaxie. Und es entstehen dort ungefähr so 700 Sterne. Der Nebel besteht zum überwiegenden Teil aus Wasserstoff. Und wird sich irgendwann zu einem offenen Sternhaufen entwickeln, wenn der gesamte Wasserstoff quasi verbraucht ist zur Sternentstehung. Er wird jetzt hier gleich ins Bild reinrauschen und er ist relativ groß. Er ist auch wieder größer als der Vollmond. Eigentlich schon für das Teleskop viel zu groß, weil wir ihn gar nicht in der vollen Gänze ablichten können. Aber es ist halt einfach eines der schönsten Himmelsobjekte und deswegen darf er einfach nicht fehlen. Hier habe ich jetzt einmal etwas vorgespult. Hier sieht man bereits diesen Kern mit der Huygens-Abtrennung. Hier ist das Zentrum. Bereits nach 8 Sekunden wird das ganze Ausmaß dieses Nebels einem bewusst. Wir haben hier eine sehr schöne scharfe Abtrennung von Wasserstoff. Das hier oben wird Sauerstoff sein. Und hier zwischen die Wolken, das ist tatsächlich Staub, der Staub, aus dem nachher auch feste Körper entstehen. Hier oben ist noch ein Teil, der nennt sich der Running Man. Wenn man viel Fantasie hat, sieht man bereits hier den Körper, ein Bein, ein anderes Bein und zwei Arme. Und dann ist es der Kopf und er läuft dort einfach. Wie bereits erwähnt, dieses Gebiet brennt relativ schnell aus. Das kann man nur mit sehr aufwendiger Technik dann bekommen, indem man ein Bild zusammenbastelt aus verschiedenen Einzelbelichtungen, wo man das Zentrum nicht ganz so stark, ganz so lange belichtet wie das Außenrum. Aber ansonsten würden halt diese Strukturen, diese ganzen Wasserstoffreservoirs einfach nicht zum Vorschein kommen. Es ist wirklich, wie gesagt, auch im Teleskop, hier mal als Bild nach 13 Minuten Belichtung, auch im Teleskop ist es tatsächlich eine wahre Augenweide. Sehr schön treten hier hervor diese Dunkelstrukturen.
Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Objekt am Sternenhimmel, am nördlichen Sternenhimmel. Das kann man tatsächlich mit dem bloßen Auge auch sehen. Natürlich nicht so schön bunt, das muss man sagen, und auch nicht so schön groß. Aber auch ein Fernglas, wenn man hat, reicht schon aus. Findet sich im Sternbild Orion. Gibt es Apps, mit denen findet man dieses Sternbild auch ganz leicht. Also wirklich fantastisch. Ich finde es einfach toll. Ich könnte es mir eigentlich, ich warte jeden Winter darauf, dass es kommt, weil ich gucke es mir immer wieder an. Sehr, sehr lang. Aktuell Mitternacht steht es genau am Zenit. Genau. Richtung Süden. Jetzt kommen wir. Nicht Zenit, sorry, Meridian. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Objekt. Und zwar dem sogenannten Little Dumbbell oder kleinen Hantelnebel. Dieses ist ein planetarischer Nebel. Und planetarische Nebel sind ganz, 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 ganz tolle astronomische Objekte. Sie sind in der Regel relativ klein, haben durchschnittlich einen Durchmesser von etwa einem Lichtjahr. Aber sie sind was ganz, was Besonderes. Und zwar können wir an diesen Nebeln quasi die Zukunft unserer eigenen Sonne sehen. Planetarische Nebel, ein irreführender Name, eigentlich sind es keine, haben die nichts mit Planeten zu tun, aber die frühen Astronomen hatten nicht so gute Agenturen, dass man das unterscheiden konnte. Es waren so ein runder, oft milchiger Fleck, dass die frühen Astronomen dachten, es wären Planeten. Sind sie aber nicht, es sind die Reste von gestorbenen gelben Zwergsternen, so wie unsere Sonne das ist. Wenn sich das Leben eines dieser Sterne dem Ende neigt oder die Existenz vielleicht, ist Leben etwas weit gegriffen, aber die Existenz dieser Sterne sich dem Ende neigt, dann fangen sie an, statt Wasserstoff Helium zu fusionieren. Dabei wird sehr viel Energie frei und der Stern bläht sich auf, weil der Strahlungsdruck viel, viel größer wird als der Gravitationsdruck, der sie zusammenhält. Sie werden dann sehr groß, kühlen sich wieder ab und fangen an, wieder zusammenzufallen. Das Ganze pulsiert dann hin und her. Das heißt, es wird dann erst Wasserstoff zu Helium fusioniert, dann wird Helium zu Kohlenstoff und Stickstoff fusioniert. Und irgendwann reicht das nicht mehr aus. Und durch das Pulsieren entsteht so viel Energie, dass der Stern seine Hülle abstößt. Dieses Abstoßen, das sehen wir dann gleich. Da ist er. Wir aktivieren das automatische Live-Stacking. Der Gen ist erhöht, wir sehen etwas mehr. Und dort sehen wir dann gleich die Hüllen, wie sie nach außen abgestoßen sind. Übrig bleibt im Übrigen ein weißer Zwerg, den wir bei sehr guten Aufnahmen auch sehen können. Das Wetter am vergangenen Wochenende war leider nicht gut genug, dass wir das realisieren konnten. Und von außen nach innen verteilen sich dann die Elemente Wasserstoff, Helium und Stickstoff sowie Kohlenstoff. Die planetarischen Nebel sind tatsächlich ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Universums. Dort sehen wir es. Hier außen an der Kante ist der Wasserstoff, dann das Helium und hier hinter dann die schwereren Elemente. Astrophysiker sprechen dann immer von Metallen, alles was schwerer ist als Helium. Genau, und das sind tatsächlich die Reste eines gestorbenen gelben oder eines gelben Zwergsternes, der das Ende seiner Existenz erreicht hat. Er tut damit was sehr Gutes, denn er gibt diese schweren Elemente, die vorher nicht existent waren, einfach frei, damit dort wieder etwas Neues entstehen kann. Denn unser Universum, da können wir uns ein Beispiel dran nehmen, ist tatsächlich ein Weltmeister im Recyceln. Kurz erwähnen darf, also unsere Sonne zum Beispiel ist ein Stern der dritten Generation. Das heißt, hier, wo heute unsere Sonne ist, gab es schon zwei Sterne vorher oder das Material aus zwei Sternen vorher. Das heißt, auch unsere Sonne, die uns hier täglich wärmt und das Leben ermöglicht, wurde schon zweimal durchrecycelt und brennt trotzdem so schön. Richtig. Und sie wird es auch wieder irgendwann tun. Ja. Jetzt kommen wir zu einem wirklich ganz, ganz tollen Objekt. Oft unterschätzt, weil es sehr klein ist, aber ich finde es einfach wirklich sehr, sehr spannend, weil es ist auch eine gewisse Kuriosität darstellt, in was die Beobachtung darstellt. Und zwar ist es der Emissionsnebel NGC
2261. Das ist natürlich eine äußerst kryptische Bezeichnung. Er ist auch bekannt als Hubble's Variable Nebula, also Hubble's veränderlicher Nebel. Das ist ein nicht gerade sehr großes Objekt. Es hat eine Größe, also nicht groß kosmisch gesehen. Es hat eine Ausdehnung von etwa einem Lichtjahr und ist ca. 2.500 Lichtjahre von uns entfernt. Er steht im Sternbild Einhorn, also Monzerotis. Und ist ein Nebel aus Gas und Staub. Das Spannende an diesem Nebel ist, dass er sehr, sehr stark veränderlich ist. Das heißt, innerhalb von Wochen verändert er seine Gestalt, teilweise auch von Tagen. Das heißt, wenn man ihn dauerhaft beobachtet, kann man tatsächlich die Veränderung feststellen. Das ist etwas sehr, sehr Ungewöhnliches im Universum, dass wir so derart stark veränderlich, also in kosmischen Zeitabständen, in wirklich minimalen Abständen, diese Veränderung haben. Der Grund dafür, der ist gar nicht so richtig bekannt. Es gibt so zwei Theorien, die sich da die Waage halten, wo man nicht genau weiß, also ob es so ist, es könnte so sein oder es ist ziemlich wahrscheinlich. Wir werden auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben, hinzufliegen, um uns das anzuschauen. Aber die eine Möglichkeit, ich warte ganz kurz, bis er dann hier auftaucht. Dort kommt er schon. Das Stacking ist aktiviert. Und wir erhoffen uns gleich ein Bild. Genau, da ist er. Hier ist dieser Stern, der hier vorne zu sehen ist, der ist tatsächlich vorgelagert, der gehört nicht dazu. Aber hier ist dieser stark ausgeprägte Nebel mit den sehr starken Strukturen. Wie gesagt, beobachtet man das über mehrere Tage, Wochen oder Monate, sieht man sehr, sehr, sehr viele Veränderungen. Es gibt die eine Möglichkeit, dass entweder der Stern unregelmäßige Helligkeitsschwankungen hat oder dass tatsächlich undurchsichtige Staubschichten davor vorbeiziehen und somit einen Schatten auf diese Gas- und Staubwolke werfen. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt hier 6 Minuten laufen lassen. Man sieht hier die Ausdehnung, man sieht hier sehr schön diese Schattenwürfe, diese Abrisskante. Hier ist es sehr hell, sehr viele Strukturen. Für ein Teleskop in der Größe, wie wir es benutzt haben, ist es ein wirklich tolles Bild schon. Und wie gesagt, ich bin sehr fasziniert von diesem Objekt. Das nächste Objekt, was ich euch gerne zeigen würde, das ist tatsächlich auch ein Highlight. Das ist in unserer lichtverschmutzten Welt leider nur noch mit sehr guten Teleskopen zu sehen, weil es sehr lichtschwach ist. Es ist der Messier 1 Crab Nebula oder auch der Krebsnebel. Das ist ein Supernova-Rest im Sternbild Stier. Und hoppala. Diese Supernova ist tatsächlich auch von den Menschen beobachtet worden. Sie fand allerdings im Jahr 1054 statt. Es gibt Sichtungshinweise, wo man davon ausgeht, dass sie diese Supernova-Explosion betreffen, aus Asien, aus dem arabischen Raum, sogar aus dem tiefen Mittelalter befindlichen Europa, bis hin zu indianischen Felsmalereien, aber es ist so ein bisschen, man kann das nicht datieren, aber es könnte schon sein, dass er zu sehen war. Diese Supernova, als sie explodiert ist, hatte eine Magnitude von -6. Das heißt, sie war nach dem Mond das hellste Objekt am Himmel. Noch heller als die Venus, wie wir sie manchmal sehen. In einigen Schriften wurde sie als zweite Sonne bezeichnet, weil sie tatsächlich auch am Tageshimmel zu sehen war. Die Supernova ist in einer Entfernung von etwa 6.400 Lichtjahren hat sie stattgefunden und hat mittlerweile eine Ausdehnung von 6 mal 4 Lichtjahren. Das ist relativ groß. Das Spannende an diesem Gebilde ist, dass es sich nach wie vor mit 1.500 Kilometern pro Sekunde weiter ausdehnt. Das ist relativ schnell. Was jetzt im Zentrum übrig geblieben ist von dieser Explosion, ein schwarzes Loch, ein Pulsar, das weiß man tatsächlich gar nicht. Das gilt es vielleicht noch herauszufinden.
Moment. Nein. Jetzt habe ich mich vertan, es tut mir leid, ich muss mich revidieren und behaupte einfach das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Nein, es ist ein Pulsar übrig geblieben, der eine Eigenfrequenz von 33 Millisekunden hat. Das heißt, er dreht sich 33 Mal pro Sekunde um die eigene Achse und gibt dabei eine sehr, sehr starke Strahlung ab. Ich muss mich entschuldigen. Der Pulsar... Hier ist die Aufnahme im Übrigen, die über eine halbe Stunde lief. Die ist sehr schön geworden. Man sieht ihn, glaube ich, hier sogar. Das dürfte er sein. Der Pulsar gibt eine sehr starke Strahlung ab, die das Gas außenrum hier ionisiert und quasi auch zum Leuchten dann bringt. Die Supernova ist nach den planetarischen Nebeln die zweite und auch noch viel interessantere Quelle für schwere Elemente. Das heißt, in dieser Explosion finden in Bruchteil von Sekunden Prozesse statt, die äußerst schwer zu erklären sind, jedenfalls für mich. Da muss man schon sehr viel Studium investiert haben in Physik, um das einigermaßen sinnvoll beschreiben zu können. Aber hier werden tatsächlich schwere Elemente, die über Eisen hinausgehen, produziert, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden tatsächlich. Und in das Weltall hinausgeschleudert, die dann wiederum die Grundlage für nachfolgend entstehende Sterne, Sternsysteme bilden. Wie gesagt, es ist ein sehr schönes Objekt, auch deutlich zu sehen, dieser große Nebel, hier die Wasserstoffanteile noch, die dort übrig geblieben sind von dem Stern. Also auch sehr schön, auch nicht in Farbe sehr schön anzusehen, aber leider aufgrund der Lichtverschmutzung nur noch mit sehr, sehr großen Teleskopen oder halt elektrisch unterstützt. Und ich denke mal, da werden wir uns in Zukunft auch hinbewegen müssen, wenn wir in unserer modernen Gesellschaft tatsächlich noch sowas wie Astronomie betreiben wollen. Verfahren wir in unsere kosmische Nachbarschaft, unsere Nachbargalaxie, die M31, die Andromeda-Galaxie. Für dieses Teleskop eigentlich kein schönes Objekt, weil viel zu groß. Aber da sie unser direkter Nachbar ist, können wir sie nicht einfach ignorieren. Sie musste einfach rauf. Sieben Monde, ne? Bitte? Sieben Monddurchmesser. Sieben Vollmonddurchmesser, so sieht's aus, ja. Die Andromeda-Galaxie ist etwa 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 200.000 Lichtjahren und ist somit etwas größer als unsere Milchstraße, aber letztendlich tatsächlich vergleichbar. Ein ganz interessanter Randnotiz ist vielleicht, in dieser Galaxie finden wir im Halo über 200 Kugelsternhaufen, zu denen kommen wir später noch einmal, und vermutet wird, dass die Galaxie etwa 500 dieser Kugelsternhaufen hat. Jetzt müssen alle Ängstlichen sich ein wenig festhalten. Die Andromeda-Galaxie ist auf direktem Kollisionskurs mit der Milchstraße. Das heißt, in etwa 4 Milliarden Jahren wird dort ein Zusammenstoß stattfinden. Wobei Zusammenstoß, hier sehen wir schon den Kern und sehen, wie groß diese Galaxie ist. Wir schalten mal das Stacking ein, damit wir einen Eindruck davon bekommen, wie groß es ist. Also wie gesagt, Zusammenstoß ist vielleicht das falsche Wort. Wir reden da eher von einer Durchdringung, weil selbst wenn die Galaxien sehr dicht gepackt sind, ist da so viel Platz zwischen, dass physische Kollisionen eigentlich nicht stattfinden werden. Allerdings wird das interessant sein. Wir hatten am Anfang die Starburst-Galaxie, die M82. Und was Ähnliches wird mit unserer Milchstraße auch passieren dann. Das heißt, wir werden hier, die beiden Galaxien werden verschmelzen zu einer und es wird wieder eine sehr, sehr starke Sternproduktion beginnen, ein sogenannter Starburst, also ein richtiger Auswurf davon. Wir sehen jetzt hier schon, dass wir diese Galaxie gar nicht vollständig drauf haben. Sie geht hier unten raus. Hier bilden sich schon tatsächlich ein paar, ich meine, das sind die Staubbänder hier schon, der Andromeda-Galaxie. Genau, hier sind sie, das reicht nicht aus. Hier ist der sehr helle Kern. Ist eigentlich ein schönes Objekt, aber wird von vielen als Wattebausch abgetan, weil es einfach ein graues Etwas ist, was man sieht. Aber wenn mit der richtigen Brennweite und einem tollen Fotoapparat kann man auch ganz tolle Fotos von machen. Als nächstes Objekt würde ich gerne einmal einen kleinen
Sternhaufen anfahren, einen sogenannten Cluster, und zwar den Owl Cluster, den Eulensternhaufen im Sternbild Cassiopeia. Er hat die Katalognummer NGC 7457, liegt etwa 9000 Lichtjahre von uns entfernt, hat eine Ausdehnung von etwa 30 Lichtjahren und beinhaltet ca. 80 Sterne, die im Schnitt etwa 20 Millionen Jahre alt sind. Das heißt, es sind sehr, sehr junge Sterne, blaue Sterne, also junge Sterne im Verhältnis zum kosmischen Standard. Das Besondere an diesem Sternhaufen, oder warum ich ihn gerne zeigen möchte, ist seine Form. Da huscht er schon rein. Und er heißt Eulenhaufen. Wenn wir jetzt hier ein wenig Fantasie haben, warten wir mal ab, dass das Icon dort aus der Mitte verschwindet. Dann sehen wir auf jeden Fall hier zwei Augen, einen Flügel, noch einen Flügel, einen Körper. Und den Schweif. Astronomen haben manchmal sehr viel Fantasie. Es ist trotzdem nach wie vor, also Sternhaufen, das ist ein offener Sternhaufen. Die sind zwar gravitativ aneinander gebunden noch. Diese beiden Sterne, muss man ehrlich sagen, gehören höchstwahrscheinlich nicht mit zu dem Haufen und sind im Vordergrund gelagert. Aber es ist tatsächlich mit ausreichend langer Belichtungszeit doch ein wirklich sehr, sehr schönes Bild. Sternhaufen sehen tatsächlich auch im Teleskop, auch im kleinen Teleskop, ungefähr genauso aus wie jetzt hier abgebildet und sind sehr schöne Objekte. Ebenfalls sehr schöne Sternhaufen, die dürfen niemals fehlen, weil sie auch Vorzeigeobjekte sind, insbesondere am nördlichen Himmel. Das sind die beiden Sternhaufen H und Chipersei. Hier handelt sich das tatsächlich um einen sehr seltenen physischen Doppelsternhaufen. Die beiden Sternhaufen sind etwa 7000 Lichtjahre von uns entfernt. Der eine ist etwas dichter, der andere etwas weiter weg. Aber um 100 Lichtjahre streiten wir uns jetzt hier nicht. Da sind wir nicht so kleinlich. Im H-Persei befinden sich etwa 200 Sterne und in Chi-Persei etwa 150 Sterne. Beide Sternhaufen weisen ein Alter von etwa 15 Millionen Lichtjahre auf. Das heißt, um Gottes Willen, um 15 Millionen Jahre. Und sie sind damit verhältnismäßig noch mal jünger als der Eulensternhaufen hier. Auch hier zentriert das Teleskop automatisch den Sternhaufen wieder in der Mitte und beginnt jetzt mit dem Stacking. Das Bild wird nach und nach verbessert. Das heißt, wir legen hier Schicht für Schicht für Schicht übereinander, sortieren die schlechten aus. Das macht die Software tatsächlich ganz allein und bekommen dann ein sehr, sehr schönes Bild. Das ist H-Persei und das sein Nachbar Chi. Mit genügend oder mit ausreichend wenig Brennweite kann man auch beide auf einmal fotografieren oder ins Okular bekommen, wie auch immer man das machen möchte. Wir schauen uns noch eine Galaxie an, eine sehr schöne Galaxie, M63, die sogenannte Sunflower. Galaxie. Diese Galaxie ist wieder relativ weit von uns entfernt, deswegen auch der sehr, sehr große Schwenk. Sie befindet sich 37 Millionen Lichtjahre entfernt von uns und hat einen Durchmesser von 98.000 Lichtjahren. In ihr befinden sich 400 Milliarden Sterne etwa. Genau gezählt hat keiner, aber die Berechnung der Masse hat das etwa ergeben. Es ist auch eine Spiralgalaxie. Sie ist sehr lichtschwach, wie wir sehen, sehen wir sie hier noch nicht. Das Stacking hat bereits begonnen. Warum sie Sunflower oder Sonnenblumengalaxie heißt, das werden wir gleich sehen, wenn das erste Bild langsam reinkommt. Genau. Hier um dieses Zentrum herum bildet sich eine sehr, sehr hellgelbe Scheibe, die charakteristisch den Namen dort gegeben hat. Wie gesagt, auch hier sehen wir wieder
die ersten sehr verrauschten Bilder. Das Teleskop justierte ein wenig nach jetzt. Die Abgrenzung der gelben Scheibe wird jetzt hier schon deutlich sichtbar. Und das bereits nach 16 Sekunden. Das ist, man darf das nicht vergessen, das ist eine enorme Leistung für ein mobiles Gerät, das man sich in einem Rucksack auf den Rücken schnallen kann und überall beobachten möchte, kann, wo man möchte. Hier werden langsam mehr Details außen sichtbar. Die gesamten Ausmaße dieser Galaxie. Da ist sie. Genau, hier sieht man auch andeutungsweise bereits, wenn man lang genug draufgehalten hat, diese Spiralarme hier mit den Strukturen und den Dunkelwolken dazwischen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne, leicht geneigte Lage und man kann deutlich diesen Spiralcharakter sehen, diesen Strudelcharakter. Es ist immer ein lohnenswerter Ausflug dorthin. Noch eine sehr, sehr schöne und unter Stadthimmel sehr, sehr schwer zu sehende Galaxie ist die sogenannte M101 oder Pinwheel, also Feuerradgalaxie. Sie ist etwa 27 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 170.000 Lichtjahren. Ist damit deutlich größer als unsere Heimatgalaxie und in ihr befinden sich etwa 1 Billion Sterne. Das heißt, eine 1 mal 10 hoch 12, also eine Zahl mit 12 Nullen. Weiß nicht, ob man das noch fassen kann. Ich würde sagen, es sind sehr viele Sterne. Sie hat 5 Spiralarme und ist somit eine der eindrucksvollsten Galaxien, die man in der Draufsicht fotografieren kann oder betrachten oder beobachten kann. Für das bloße Auge mit normalen Teleskopen, mit Standard-Amateur-Teleskopen, bleiben diese Spiralarme, die Strukturen eigentlich unsichtbar. Und wir sehen ja auch hier schon, dass sich da wenig abzeichnet. Nachdem das Teleskop jetzt ein paar Bilder gesammelt hat, sehen wir ungefähr schon das Ausmaß dieser Galaxie. Hier ist das Zentrum. Die ersten Spiralarme deuten sich an. 1, 2, 3. Und hier der 4. Und je mehr Photonen wir sammeln, je mehr Bilder wir aufeinander legen, umso deutlicher wird das. Umso schöner kommt diese Galaxie heraus. Es ist wirklich eine fantastische Galaxie. Unglücklicherweise liegt sie sehr weit im Norden. Das heißt, dort bleibt immer noch nach Sonnenuntergang sehr viel Licht übrig nach wie vor. Es ist einer der hellsten Punkte, die man am Abendhimmel betrachten kann. Deswegen sehr, sehr schwer zu bekommen. Wie gesagt, mit dem bloßen Auge schwer zu sehen. Ich habe auch, bitte? Gar nicht. Ja, mit dem bloßen Auge gar nicht, aber auch mit Amateurteleskopen sehr schwer zu sehen. Hier sieht man dann 1, 2, 3, 4 und hier oben ist noch so ein 5 darüber. Ich habe auch tatsächlich 14 Minuten Belichtungszeit hier drauf mit diesem Teleskop. Bei den Bedingungen war leider nicht mehr zu holen. Man sieht, es ist trotzdem noch verrauscht, aber all das gehört tatsächlich noch zum Halo dieser Galaxie. Das ist sehr, sehr schön. Hier sehen wir sogar schon so ein bisschen die bläuliche Farbe, die herauskommt. Ich finde es sehr schön. Das nächste Objekt ist, ja, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, es ist ein Kugelsternhaufen. Kugelsternhaufen sind so, ja, wie soll ich sagen, sie sind so ein bisschen mysteriös, möchte ich nicht sagen, das ist so ein unwissenschaftliches Wort, aber sie haben so eine bestimmte Aura, weil man geht davon aus, also Kugelsternhaufen, man sieht, es ist sehr schnell, sehr hell, sehr kompakt. Sie sind auf einem sehr, sehr kleinen Raum begrenzte, sehr, sehr viele Sterne. Das ist jetzt der Kugelsternhaufen M3. Dieser ist sehr, sehr alt, circa 8 Milliarden Jahre und hat einen Durchmesser von etwa 180 Lichtjahren. In diesen 180 Lichtjahren
Da verstecken sich über 500.000 Sterne, die nach der gängigen Theorie alle relativ gemeinsam aus ein und derselben Gaswolke entstanden sein müssen. Diese Sterne sind mit 8 Milliarden Jahren, wie gesagt, sehr, sehr alt. Sie sind sehr schön anzusehen, sehr kompakte, sehr lichtstarke Objekte, die auch mit kleinen Teleskopen gut zu sehen sind, aber erst mit größeren Optiken sich auflösen lassen. Das heißt, wir sehen hier im Zentrum ja einen sehr, sehr hellen Kern. Je größer das Teleskop ist, umso mehr Einzelsterne können wir hier sehen. Wir sehen, das Wetter war tatsächlich nicht gut. Es kamen zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich schon die ersten Wolken rein. Ich habe auch nicht lange belichtet. Das sind etwas mehr als eine Minute. Das kommt dabei raus. Diese Sterne sind mit 8 Milliarden Jahren sehr alt. Da war ich stehen geblieben und haben eine sehr, sehr geringe Metallizität. Wir haben das ja vorhin schon, oder ich hatte es vorhin schon einmal erwähnt, Metalle nennen Astrophysiker alle Elemente, die schwerer sind als Helium und Wasserstoff. Das heißt, dort, die bestehen eigentlich nur aus Wasserstoff und Helium und minimal 0,6% andere Elemente, aber auch auf jeden Fall auf keine schweren Elemente. Die sind gravitativ aneinander gebunden. Die Entstehung, wie gesagt, ist noch nicht ganz geklärt und auch, warum sie alle so zusammenhängend sind, gravitativ gebunden, ist auch noch nicht so ganz erforscht. Und im Halo unserer Milchstraße gibt es ungefähr 150 Kugelsternhaufen. M3 ist einer der größeren und kompaktesten, die wir hier bei uns im Norden sehen können. Ja, und damit sind wir schon bei meinem letzten Objekt, was wir anfahren, angelangt. Ich würde sagen, dieses Objekt ist ein kleines Highlight. Auch bekannt auf Bildern eigentlich, weil es wirklich unregulär ist. Man sieht hier wieder nichts. Ich muss auch dazu sagen, hier kamen die Wolken. Das war mein letztes Objekt, was ich aufgenommen habe. Man sieht leider nicht viel, nur die beiden Kerne. Man hat hier eben schon gesehen, die beiden Wolken. Ich kann das abkürzen in dem Fall. Ihr kommt nicht mehr raus. Ich habe dann vorher noch ein Foto gemacht, auch eine sehr schöne Spiralgalaxie in 37 Millionen Lichtjahren Entfernung mit 80.000 Lichtjahren Durchmesser und etwa 1 Milliarde Sterne. Die beiden Galaxien werden sich irgendwann zu einer vereinen. Das wird allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Das werden wir wohl nicht beobachten können. Damit bin ich mit meiner Reise in Farbe am Ende und würde jetzt gerne an Knut übergeben, durch ein paar Monochrome Einblicke geben wird. Genau, wir können kurz Frage an die Regie. Ich habe gerade gehört, es gibt schon einen Haufen Fragen. Die können wir jetzt machen oder wir gehen auf die zweite Technik. Das wird dann tatsächlich ein bisschen technischer werden, weil wir dann nicht so ein Rucksackteleskop nehmen, sondern eins auf einer größeren Montierung. Genau, das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Es wäre schon passend, wenn ihr das machen wollt, dann können wir das gerne machen. Ich habe hier, also die ersten Kommentare kamen gleich nach den ersten 10 Minuten so, wow und cool. Und was kostet so ein Gerät und wie heißt es genau? Da kam schon die nächste Frage hinten nach, das Ibiscope. Gibt es für dasselbe Geld was Vergleichbares irgendwo anders? Sagen wir mal so, was kostet das? Ja gut, also zur Kostenfrage, die liegen so bei 3.000 bis 4.000 Euro. Es gibt auch Vergleichbares davon. Es gibt ein, nennt sich Vaionis, ist ein französischer Hersteller, der ist etwas mehr auf Astrofotografie spezialisiert. Bei dem Eviscope, das haben wir vorher nicht gezeigt, habe ich noch ein Okular, in dem sitzt ein OLED-Display drin. Das heißt, da ist wirklich der Fokus normalerweise visuelle Astronomie.
Das fehlt bei dem Vaiones, da kann ich nur mit aufnehmen. Hat einen anderen Schwerpunkt. Das sind die beiden Varianten, die es gerade auf dem Markt gibt. Ansonsten lohnt es sich immer mal, solche Projekte werden gerne bei Kickstarter und ähnlichen Crowdfunding-Projekten mal angeboten. Da ist auch aktuell ein Projekt drin, nennt sich Dwarf 2, also Zwerg 2. Liegt um die 400 Euro, ist dann ja, mit einer kleinen Handykamera oder einem sehr kleinen Chip, der dahinter hängt. Die Möglichkeiten gibt es. Oder man baut es halt selber. Da gibt es wirklich im Internet diverse Anleitungen. Alles, was ich brauche, ist ein Teleskop, eine Optik, die mitführt und eine Kamera dahinter. Und das, was wir auch gleich noch sehen werden, Programme zum Plate-Solving, also dass ich mir Muster nehme vom Himmel, mich automatisch orientiere, wo bin ich denn alles, das gibt es heute schon als Freeware. Und im Raspberry Pi und sowas lässt sich das locker zusammenbauen. Und dann kann man alles das in der Richtung vielleicht auch als Selbstbauprojekt verwirklichen. Da gibt es tatsächlich die tollsten Sachen, seien es Überwachungskameras, einfache Webcams. Das muss tatsächlich keine High-End-Technik sein. Mit einer gewissen Rechenleistung, dem richtigen Programm und einer einigermaßen guten Optik kann man sich sowas selbst bauen, mit ein bisschen handwerklichem Geschick. Ja. Genau. Oh, Entschuldigung fürs Reingrätschen. Da kommt natürlich gleich die nächste Frage auf. Gibt es freie oder Open Source Stacking Software? Ja. Ja, gibt es. Also, ja, diverse. Astab kann ich nennen. Es ist ein Holländer, der auch sehr aktiv ist. Deep Sky Stacker wird gerne genommen von Astronomen. Sequator. Diverse. Es gibt auch sehr gute Bezahlsoftware. PixInsight zum Beispiel ist eine ja, spanische Kollegen, die das machen, ist nicht Open Source, aber wird gerne genommen von professionelleren Hobbyastronomen genau. Oder auch von der NASA und ESO gibt es sogar auch was, mit dem ich stacken kann. Jede Menge. Dann habe ich hier eine Frage, die ich nicht verstehe. Ich kann sie nur vorlesen. Hat das EVSCOPE zusätzliche Eigenschaften gegenüber dem Einsatz einer AZR 2 Cam an beispielsweise C8? Oder ist es vor allem das Out-of-the-Box-Feeling? Es ist vor allen Dingen das Out-of-the-Box-Feeling. Also genau, AZR ist auch, sind chinesische Kollegen. Das ist im Prinzip ein kleiner Raspberry Pi, den ich nutzen kann, hat auch eine Schnittstelle genau zum Handy in dem Falle. Auch damit kann ich ein Live-Stacking machen. Es gibt auch die Kameras in Farbe. Das lässt sich alles auch tun. Da muss ich halt die Geräte zusammenstecken, funktioniert aber genauso gut. Der einzige Unterschied wäre wahrscheinlich die Brennweite vom C8. Ja, der C8 ist nicht mehr ganz so transportabel. Aber, und die, man muss sagen, C8 hat natürlich eine sehr hohe Brennweite und der Chip jetzt von so einer typischen ASI-Kamera ist sehr klein. Und gerade wenn man nicht im Gebirge ist, dann spielt das Seeing wirklich eine Rolle und dann verteilt sich das Licht eines Sterns auf diverse Pixel. Und das versuche ich eigentlich zu vermeiden. Das heißt, ich versuche immer entsprechend meiner Umweltbedingungen zu gucken, was sind so die ja, maximalen Pixelgrößen in Kombination mit einem Teleskop, das ich sinnhaft belichten kann. Und wenn der Fragestellende nicht wirklich halbwegs auf der Zugspitze lebt, würde ich vermuten, dass die Kombination C8 mit einer Standard-ASI-Kamera nicht optimal ist. Der Rest der Fragen, den können wir uns für nachher aufheben, der betrifft dann nur die Galaxis generell. Aber der eine, die brennt mir auf der Zunge, das will ich jetzt auch wissen. Woher wissen wir, dass wir schon zweimal recycelt sind? Und was waren wir vorher? War das dasselbe im Himmelblau oder was ganz das anderes? Das ist, lässt sich relativ einfach beantworten. Wir brauchen eigentlich nur in unsere Sonne zu schauen und schauen, welche Elemente finden wir dort drin. Das heißt, unsere Sonne ist ein Stern. Jetzt muss ich bin da bin ein bisschen auf dünnem Eis, aber es ist so, wir sind eine Population 3 Stern. Das heißt, unsere Sonne hat schwere Elemente in ihrer Gashülle. Die ersten Sterne bestanden quasi ja nur aus dem Material, was im Universum nach dem Urknall und nach der Nukleosynthese da war. Und das waren halt Wasserstoff, Helium und ein paar kleine
Barium oder sowas, was noch da war, aber nicht in essentieller Menge. Es waren eigentlich nur Wasserstoff und Helium da. Die haben sich zusammengeballt zu den ersten Sternen. Die sind relativ groß, relativ schwer gewesen. Je größer so ein Stern ist, umso schneller verbrennt er und er ist dann sehr schnell explodiert. In dieser Explosion sind dort schwerere Elemente gebildet worden. Das lässt sich alles nachvollziehen. Wer das da ganz genau wissen will, da muss ich mit einem Astrophysiker, mit einem Studierten unterhalten. Aber so in etwa ist es. Grob gesagt, wir können unsere Sonne analysieren. Wir wissen, was sind da für Elemente drin und können daher sagen, unsere Sonne ist kein alter Stern, sondern ein junger, der Population 3. Genau. Also man kann es durch Spektroskopie kann man sichtbar machen. Genau, da können wir vielleicht verweisen auf Donnerstag, 17 Uhr. Harald Daumann mit seinem Vortrag. Richtig, den wird es ja dann auch noch geben. Den gibt es auch noch, so. Der das Ganze aus seinem heimischen Garten macht und auch wirklich in der Spektroskopie viel erzählen kann und vielleicht auch ein, zwei Sachen direkt zeigen kann an den entsprechenden Aufnahmen, die er damit macht. So, ihr hattet uns noch was anderes mitgebracht. Schauen wir uns das jetzt noch einmal gemeinsam an. Ja, gerne. Also jetzt fangen wir dann die zweite Q&A-Session hinten dran, so sozusagen. Sorry. Perfekt, genau. Jetzt kommt ja einmal mit sozusagen in unsere Sternwarte rein und gibt eine kurze Erklärung zum Aufbau. Dann gucken wir auf eine Software selber, weil jetzt, was jetzt passiert, passiert am PC. Genau, und direkt aufgenommen mit dem Handy. Das heißt, ich werde nur in Ausnahmefällen jetzt nochmal hier direkt vor dem Mikrofon dazu sprechen. Ich hoffe, dass ist alles halbwegs gelungen. So, ich möchte mit euch einen Blick auf die Technik werfen, die wir heute Abend mit einsetzen. Was ihr hier seht, ist eine Stahlbetonsäule. Und auf dieser Stahlbetonsäule sitzt unsere Montierung. Die Montierung hat eine Rotationsachse. Und diese Rotationsachse ist die virtuelle Verlängerung unserer Erdrotationsachse. Und was passiert ist, dass die Erde sich in die eine Richtung dreht, die Montierung genau in die andere mit der identischen Geschwindigkeit. Und das sorgt dafür, dass unsere Teleskope, die wir hier hinten in weiß sehen, immer am selben Fleck des Nachthimmels verbleiben. Darüber kann ich sehr lange Belichtungszeiten aufnehmen und die Photonen einsammeln, die meine Objekte am Nachthimmel in Richtung Erde schicken und hierüber entsprechende Aufnahmen oder Fotos machen und diese Informationen weiterverarbeiten. Auf der rechten Seite seht ihr in grün unser Gegengewicht. Das ist nichts anderes als 40 Kilogramm Stahl. Beides ist so austariert, dass das Teleskop und das Gegengewicht in Waage sind. Das heißt, auf der Montierung selber wirken minimale Kräfte und die kann mit sehr wenig Energieaufwand diese Gegenbewegung zur Erdrotation ausführen. Werfen wir einen Blick auf das Hauptteleskop. Das ist das obere, was wir heute Abend nutzen werden. Das ist ein sogenanntes Spiegelteleskop. Das Licht fällt hier vorne in den Tubus rein, wird dort reflektiert von dem sogenannten Primärspiegel. Der sitzt hier hinten im Hintergrund. Das Licht wird gebündelt auf dem Sekundärspiegel, der hier oben zu erkennen ist an der roten Spiegelheizung. Das machen wir dafür, damit nachts nicht irgendwie Taubeschlag an der Spiegelfläche sich ansammelt und dementsprechend nichts mehr reflektiert würde. Ihr kennt das vom Auto, wenn das nachts draußen stand. Teilweise ist es morgens zugefroren, gerade in diesen Tagen, oder auch entsprechend Taubeschlag drauf. Und das Licht wird dann reflektiert durch den Sekundärspiegel und landet oder hier durch ein Loch in dem Tubus selber landet es hier in unserer außenliegenden Technik. Das ist in dem Falle hier der Okularauszug, der nichts anderes tut, als dass er alles, was hier hinterkommt, rein und raus bewegen kann. Damit gelingt es mir, mein Okular, was ich hier reinstecken kann, oder auch meine Kameras, wie sie gerade hier montiert sind, immer im optimalen Fokuspunkt zu halten. Hier unten ist unsere Hauptkamera, die wir heute einsetzen. Das ist eine CMOS-Kamera, die ist gekühlt. Gekühlt deshalb, weil wir je wärmer es ist, desto mehr tendieren Kamerachips dazu, ein Rauschen zu entwickeln. Rauschen sind willkürlich verteilte Pixel auf meine Aufnahme. Die will ich dabei überhaupt nicht haben. Das sind Fehlinformationen. Und je kühler ich einen Chip mache, desto stärker verschwinden die. Und bei minus 15 Grad ist es eigentlich so, dass das thermische Rauschen so gut wie keine Rolle mehr spielt in unseren Aufnahmen. Darüber seht ihr
ein Filterrad. Das Filterrad selber beinhaltet verschiedene Farbfilter oder auch Interferenzfilter, die wir nutzen können, um ganz bestimmte Informationen nur auf unseren Chip fallen zu lassen. Die Kamera selbst ist eine monochrome Kamera. Das heißt, die nimmt nur Graustufen auf. Und wenn ich bunte Farben haben möchte und den Himmel auch wirklich farbig darstellen möchte, dann bin ich gezwungen, verschiedene Filter zu nutzen, um die Farbkanäle einzeln aufzunehmen. Und dann erhält man auch diese ganz bunten Bildchen, wie man das von Hubble und anderen Teleskopaufnahmen kennt. Die monochrome Kamera hat einfach den riesen Vorteil, dass sie keine Bayer-Matrix hat. Das heißt, die Bayer-Matrix selbst, die hat schon verschiedene Farblinsen drauf. Und ich nehme mir ganz viele Möglichkeiten in meiner Beobachtung, die ich sonst mit einer monochromen Kamera habe. So, dran seht ihr noch auf der linken Seite hier eine weitere Kamera. Diese Kamera nutzen wir, um darüber ein Guiding zu machen. Das heißt, wir teilen den Strahlengang auf. Ich habe hier eine zweite Vorrichtung dafür in der Hand. Das ist ein sogenannter Off-Axis-Guider. Da ist ein Prismenspiegel drin, der reflektiert hier so ein bisschen grünlich und sorgt dafür, dass das Licht hier durch das Loch durchfällt und dahinter sitzt dann die zweite Kamera. Das heißt, beide Kameras sehen im Prinzip das identische Abbild vom Himmel und das Guiding läuft nun so, dass ich über eine Software dieser Kamera sage, den Stern, den du da gerade auf diesem Pixel hast, den halte bitte auf dem Pixel. Und sobald der runterwandert in die eine oder andere Richtung, dann gibt dem Teleskop den Befehl, eine Gegenbewegung zu machen, dass dieser Stern wieder dort auf dem Pixel zu ruhen kommt, wo er ursprünglich sein sollte. Und das sorgt dafür, dass wir kleinste Fehler in der Montierung oder auch in der Ausrichtung der Erdrotationsachse ausgleichen können und damit wirklich sehr lange Belichtungszeiten am Himmel hinbekommen. Wenn wir einmal auf die andere Seite raufgucken, dann seht ihr hier das Ganze von der Rückseite, wie praktisch. Was ich zeigen wollte, ist der sogenannte Motorfokus, der hier oben sitzt. Das heißt, der sorgt dafür, dass mein Okularauszug motorisch betrieben wird, also rein und raus gefahren werden kann. Das Ganze ist temperaturgesteuert. Ihr wisst, Objekte dehnen sich entsprechend der Temperatur aus oder ziehen sich auch zusammen. Und wenn sie das tun bei so einem Spiegelteleskop oder auch beim Linsenteleskop, dann rücken die Linsen oder auch Spiegelelemente näher zusammen oder auch weiter auseinander. Und damit verschiebt sich einfach mein Brennpunkt. Das heißt, im Laufe der Nacht muss ich mehrfach nachfokussieren, damit mein Bild scharf bleibt. Und das ist etwas, was ein Motorfokus hier komplett automatisch tun kann. Das klappt bei diesem hier auch wunderbar. Das heißt, ich kann die ganze Nacht über dann, ohne nachfokussieren zu müssen, durchfotografieren. Das Zweite, wofür ich den brauche, ist, wenn ich meine Filter wechsle. Die Filter haben marginal unterschiedliche Brechungsindizes. Das heißt, auch darüber kann es sein, dass man Motorfokus gebraucht wird, um diese minimalen Unterschiede der Fokussierung auszugleichen. Das heißt, wenn ich einen Filter von, was weiß ich, H-Alpha auf Luminanzkanal wechsle, dann muss ich jedes Mal ein paar Schritte nachfokussieren. Das ist letztlich ein Stepper-Motor und das passiert dann auch hier vollautomatisch im Hintergrund. Das heißt, ich kann auch sehr schnell, ohne manuell fokussieren zu müssen, meine Farbkanäle zum Beispiel vom Himmel entsprechend abfotografieren. So, wir gehen noch einmal auf die Rückseite. Dann soll es das auch gewesen sein. Hier seht ihr den Primärspiegel, den wir eben von vorne gesehen haben. Hierüber kann ich ihn entsprechend justieren. Und hier unten drunter zwei weitere Refraktoren. Das sind Linsenteleskope im Gegensatz zum Reflektor, der das Licht reflektiert. Fällt das Licht direkt vorne in den Tubus rein und kommt hier auf der Rückseite wieder raus. Das nutzen wir zur Sonnenbeobachtung. Das hier entweder visuell möglich oder auch als weitere Guiding-Möglichkeit, wenn ich das nicht am Hauptinstrument machen möchte. Und hier oben noch klein drin sitzend ein Sonnensucher. Das ist einfach der Hintergrund, dass ich große Spiegelteleskope nicht dafür nutze, um Sonnenaufnahmen zu machen. Es fällt viel zu viel Energie rein in meinen Strahlengang. Ihr kennt das vom Brennglas her. Das würde die Technik der Kameras zerstören. Das machen wir nur mit kleineren Instrumenten. Ansonsten sieht man jede Menge Kabel.
Das ja, ist das, was so ein bisschen die Technik mitbringt. Astrofotografie ist ein sehr technisches Hobby. Wenn man es intensiv betreiben möchte, dann nutze ich diese Technik oder brauche sie auch, um entsprechend zu hochwertigen Ergebnissen zu kommen. Das muss man sich vorher überlegen. Und wenn ihr euch überlegt, ein Teleskop zu kaufen, jedes Teleskop hat seine Besonderheiten. Es gibt kein universell einsetzbares Teleskop. Dann kommt zu uns in die Sternwarte. Wir geben euch gerne die entsprechende Beratung. Und es ist ein Unterschied, ob ihr Planeten beobachten wollt, ob ihr Deep Sky Objekte beobachten wollt, ob ihr fotografieren wollt, ob ihr nur durchgucken wollt und so weiter und so fort. Ja, fangen wir an. Ich mache das Licht hier einmal entsprechend aus. Wir gehen nachts auf Rotlichtbeleuchtung. Das kennt ihr vielleicht von der Dunkelkammer her, von der Fotografie. Dann adaptieren sich die Augen. Das dauert eine Zeit lang bei uns Menschen, so 20 Minuten, maximal 30 Minuten. Dann sehen wir auch nachts entsprechend die Sterne in ihrer vollen Schönheit. Und sobald einmal kurz weißes Licht in die Augen fällt, dann ja, war's das. Und man muss sich später wieder adaptieren. Entsprechend nutzt die Chance, wenn ihr mal draußen in den Sternenhimmel geht, für eure Augen, dass sie sich entsprechend adaptieren können. Nehmt euch eine rote Taschenlampe mit vom Fahrrad oder sonst woher. Eure Augen und das Erlebnis am Nachthimmel werden es euch danken. So, ich möchte euch kurz zeigen, wie wir die Teleskope fernsteuern, um dann auch entsprechend hier live die Bilder zeigen zu können. Was ihr hier seht, ist der Bildschirm eines der Teleskope. Das ist hier im Hochformat. Ich zoome aber gleich rein, dass wir das entsprechend im Detail anschauen können. Ich bin inzwischen reingegangen, weil es draußen doch recht kühl ist und genieße das Ganze hier per Remote-Fernsteuerung und werde euch dementsprechend zeigen, was man hier auf dem Bildschirm sieht. Also oben links seht ihr Carte de Ciel. Das ist ein Planetariumsprogramm, was mir anzeigt, wo sich mein Teleskop gerade am Himmel befindet. Rechts daneben PHT Guiding. Das ist ein sogenannter Autoguider, mit dem wir die Bewegung des Teleskops ausgleichen. Da ist ein minimales Spiel drin und wann immer sich das Teleskop ganz leicht wegbewegt, dann greift dieser Autoguider, der nimmt sich sozusagen verschiedene Sterne und denen sage ich dann, du seist bitte immer auf diesem Pixel auf meinem Chip. Und sobald diese Sterne anfangen, sich von ihren Sollpixeln wegzubewegen, dann initiiert dieses Programm eine Gegenbewegung der Montierung, damit ich sozusagen immer denselben Bildausschnitt vom Himmel habe und nicht irgendwie verwaschene Aufnahmen habe oder unscharfe Aufnahmen dadurch, dass sich mein Teleskop in irgendeiner Form bewegt hat. Und hier unten drunter ist das eigentliche Hauptprogramm, Astrophotography Tool, in meinen Augen eins der besten Programme, die es momentan am Markt gibt, auch extrem günstig und bezahlbar, wird ständig aktualisiert, also eine ganz klare Empfehlung. Wer da einsteigen will, kann hier mal einen Blick drauf werfen. Ich zoome jetzt einmal rein. Wie gesagt, wir sind verbunden per TeamViewer in dem Falle, hier als Fernansicht. Ich schalte das Ganze auf Originalgröße, dann können wir dementsprechend mehr ins Detail reingehen. So, ihr seht, wir sind hier gerade in den Plejaden. Das ist eines der Sternbilder, wie die momentan gegen Mitternacht sieht. Wenn ich hier einmal rauszoome, dann seht ihr hier mein Teleskop. Das Rechteck ist mein Bildausschnitt. Und je weiter ich rauszoome, desto stärker sieht man, wo wir uns gerade befinden. Wir sind also hier auf 240 Grad westlicher Breite. Hier unten ist Süden der Orion. Sicherlich vielen von euch auch ein Begriff, ist gerade ja, durch den Meridian gelaufen. Das heißt, er ist gerade über den Höhepunkt im Süden rüber und ist jetzt auf dem Weg gen Westen und wird irgendwann demnächst unterm Horizont verschwinden. Wir sehen hier hinten weitere Bereiche. Die Andromeda-Galaxie, die ist schon weit im Osten. Da können wir vielleicht gleich mal rüberschwenken. Ist eine der größten Galaxien, die wir hier im Norden sehen können.
Daneben die Dreiecksgalaxie, auch wunderschönes Objekt. Man sieht hier die Milchstraße, die sich einmal von Ost nach West aktuell durchzieht. Und der ganze Sternenhimmel dreht sich im Laufe der Nacht scheinbar um den Nordpol, der sich hier oben befindet, mit Polaris, einmal in 24 Stunden um die eigene Achse. Das liegt einfach an der Erdrotation, die sozusagen dann virtuell in der Verlängerung zum Polarstern läuft. Das heißt, der Himmel steht still, aber wir als Erde drehen uns und dementsprechend tauchen die Sternbilder und Objekte im Laufe der Nacht auf und verschwinden auch wieder. Hier rechts, wie gesagt, Autoguider, kommen wir vielleicht später noch zu. Ich habe ihn gerade ausgeschaltet, weil das Spannende ist eigentlich hier unten mein Hauptprogramm, mit dem ich gerade die Kamera ansteuere, hier im Live-View mit einer entsprechenden Belichtungszeit von 600 Millisekunden, einem Gain, also einer Verstärkung von 300, also am oberen Ende, weil mich gerade nicht das Objekt hier interessiert, was da ist. Es geht wirklich darum, euch kurz live die Objekte zu zeigen, und je höher der Gain ist, desto stärker werden die Lichtsignale, die Photonen verstärkt, und die Objekte tauchen entsprechend auf. Was man hier sieht, sind mehrere große Sterne in den Plejaden. Hier vor, marginal erkennbar, sind Nebelbereiche. Das Ganze erscheint auf Fotos bläulich. Was ihr hier seht, ist eine Monochromkamera. Das heißt, die kann nur Graustufen aufnehmen und keinerlei Farben. Das hat damit zu tun, dass wir in der Astrofotografie eigentlich jeden Pixel nutzen für eine eigensinnige Farbe. Sonst in der Farbfotografie dann verteilt sich ein Pixel auf oder mein Objekt auf mindestens 4 Pixel in der Bayer-Matrix, die dann auf dem Chip aufgebracht ist. Kann unschöne Nebeneffekte ergeben, gerade wenn man Vermessungen macht, wie ihr das im Laufe des Abends noch kennenlernen werdet in anderen Vorträgen oder kennengelernt habt. Deshalb greift man dann immer auf monochrome Kameras zu. Hier rechts seht ihr verschiedene Reiter. Hier links mein Kamera-Tab. Dann bin ich hier im Gear-Tab aktuell drin. Das heißt, ich habe meine Verbindung zum Teleskop, die Verbindung zu meinem Autoguider, hier unten die Verbindung zu meinem elektrischen Fokusser. Da ist sozusagen ein Stepper-Motor hinter, mit dem ich schrittweise rein und raus zoomen kann, beziehungsweise fokussieren kann. Zoomen wäre der falsche Begriff. Und hier unten ein sogenanntes Filterrad, in dem ich jetzt verschiedene Filter habe, in dem Falle 8 Stück in der Zahl. Das ist ein sogenannter Luminanzfilter, der weißes Licht durchlässt. Und hier habe ich einzelne Wellenbereiche, ionisierter Wasserstoff, ionisierter Sauerstoff, Stickstoff, ein Rotfilter, Grünfilter, ein Blaufilter, ein Infrarotfilter. Also je nachdem, was mich an Objekten interessiert, sind hier verschiedene Filter gerade vorselektiert, die ich dann durch Klicken entsprechend auswählen kann. Das vielleicht als Schnellübersicht. So, wenn ich jetzt irgendwo hin möchte, wir können uns einmal die Andromeda-Galaxie greifen, die hier hinten ist M32, dann klicke ich einmal hin und schwenke jetzt mit meinem Teleskop drüber. Ihr seht, wie das Teleskop anfängt zu laufen, hier über den Himmel zum Objekt selber hinläuft. Wir sehen das hier unten auch am Live-Bild. Die Sterne ziehen einmal durch. Und wenn alles klappt, dann kommen wir an der Andromeda-Galaxie zu stehen. Die ist hier links. Hier oben ist noch eine kleine Begleitgalaxie. Da halten wir das Bild entsprechend einfach mal an. Es geht mir primär um das Prinzip, dass ihr sehen könnt, wie wir uns hier entsprechend über den Himmel bewegen können. Jetzt bin ich im Live-View. Die Andromeda-Galaxie hat Durchmesser ungefähr von 7 Vollmonden. Ist ein sehr großes Objekt, mit dem bloßen Auge auch zu sehen. Natürlich nicht in der Ausdehnung, wie sie gerade da ist. Aktuell ist der Mond auch gerade hochgekommen. Das heißt, Galaxien sind weniger gut sichtbar. Wir haben uns ja gerade entschlossen, die Übertragung hier 2 Tage früher zu starten, weil es gerade klar ist, am eigentlichen Übertragungstag ist schlechtes Wetter vorhergesagt. Wir gucken mal, ob es durch Zufall noch klappen sollte, dass wir live übertragen können. So, was ihr hier seht links, ist das Zentrum der Andromeda-Galaxie.
und hier entsprechende Dunkelnebel, die hier als Wolken davor auftauchen. Ich habe jetzt einmal die Live-View-Übertragung kurz deaktiviert. Das heißt, er springt dann auf etwas längere Belichtungszeiten, in dem Falle 10 Sekunden. Das könnt ihr hier unten sehen, wo meine Maus gerade ist bei dem bei der Live-View-Aufnahme. Das heißt, alle 10 Sekunden macht er eine Aufnahme und fängt an, die jetzt aufeinander zu stacken. Das heißt, wenn wir im Moment warten, sieht man auch immer mehr Details reinkommen. Die Galaxie selber läuft hier oben aus dem Bild raus und nach unten raus. Die ist so groß, dass ich sie hier gar nicht ins Teleskop reinkriegen würde. Aber das Spannende sind eigentlich auch die Dunkelwolken, die man hier in der Galaxie sieht. Die haben wir auch in unserer eigenen Heimatgalaxie, der Milchstraße. Und viele der Objekte, die gerade farbig erscheinen, sind bei uns in der eigenen Galaxie innerhalb solcher Dunkelwolken. Und da werden wir euch auch ein paar Objekte heute Abend zeigen. So, dann vielleicht auch ein spannendes Thema. Ich springe mal zurück hier irgendwie in mein Sternbild Stier. Das ist halbwegs gerade oben. Es kommt nicht ganz drauf an, wo wir hingehen. Das ganze Thema Fokussierung. Kann das Live-View mal wieder einschalten, dann springt er hoffentlich noch rein. Man sieht, wie das Teleskop gerade über den Himmel schwenkt. Wird gleich entsprechend anhalten. Und das, was jetzt noch relativ interessant ist, ist eigentlich die Fragestellung der Fokussierung. Auch das können wir remote durchführen. Ich schalte dafür Live View aus, gehe auf die Einzelaufnahme. Das ist hier oben mein Shoot-Tab. Mal so rum. Dann habe ich hier verschiedene Hilfsmittel, unter anderem auch den sogenannten Autofocus Aid. Da drücke ich mal rauf und ich werde den Filter vorher noch wechseln, und zwar auf H-Alpha, weil viele der Objekte gar nicht im eigentlichen visuellen Lichtspann sind, sondern wirklich kontrastreich erst auftauchen, wenn wir in eine der in den O3-Bereich, also ionisierten Wasserstoff bzw. Sauerstoff, oder hier H-Alpha in den ionisierten Wasserstoff reingehen. So, ich mache Folgendes. Ich habe mir hier einfach ein paar Sterne rausgenommen. Ich drücke auf Run, und was er jetzt tut, ist, dass er per Stepper-Motor, den seht ihr hier unten, gerade den defokussiert, macht eine Aufnahme. Die seht ihr jetzt hier laufen. Das geht so 4 Sekunden ungefähr. Und dann seht ihr hier eine relativ unscharfe Aufnahme. Und die überträgt er hier in diese Grafik. Er macht jetzt hier einen kleinen Punkt rein. Dann fährt er den Fokus weiter rein, macht die nächste Aufnahme, macht sein nächstes Pünktchen. Und was dabei passiert ist, es wird im Laufe der Zeit hier eine Parabel auftauchen. Und auf der sehe ich dann verschiedene, oder in dem Minimum habe ich meinen optimalen Fokuspunkt. Und das Ganze wird einfach per Software errechnet. Und er nutzt dafür verschiedene Algorithmen. Wir haben hier die Möglichkeit, einen Algorithmus zu ändern. So, ich habe gerade die Pause-Taste zwischendurch gedrückt. Das ist der Vorteil, wenn man es einmal kurz aufnimmt. Dann müsst ihr nicht die ganze Zeit warten. Also, wir nähern uns dem Ende. Ihr seht, wie jetzt im Laufe der Zeit eine Parabel entstanden ist. Und eben habe ich kurz die verschiedenen Methoden erwähnt. Also, was wir haben, ist Half-Flux Diameter oder auch Fulvous Half Maximum. Das sind zwei sehr typische Methoden, um einen Schärfepunkt von Sternen zu bestimmen. Ein Stern ist ja erstmal eine Punktquelle und sollte sozusagen auch nur auf einem Chip oder Pixel meiner CCD oder meines CMOS-Chips idealerweise abgebildet werden. Und je unscharfer ich bin, desto stärker verteilt sich das Licht in die Randbereiche. Das heißt, ich bekomme so eine Art gaußsche Normalverteilung um meinem Zentrum rum. Und je breiter mein eigentlicher Sternpunkt jetzt sich auf verschiedene Pixel
verteilt, umso unscharfer ist mein Bild. Und das ist genau das, was hier dargestellt wird. Das heißt, hier unten habe ich meine Stepper-Motor-Positionen und dagegen trägt er auf dieser Y-Achse meine eigentliche Schärfe auf, also mit der Thematik, wie breit das Licht über mehrere Pixel gestreut ist, und daraus berechnet das Programm jetzt den idealen Schärfepunkt, und das ist hier bei 1830 in dem Fall. Das heißt, im letzten Schritt fährt er jetzt genau diese Position an, das seht ihr hier auf der rechten Seite, macht nochmal eine Aufnahme und zur letzten Überprüfung und ist dann damit glücklich. Ihr seht hier unten auch in der entsprechenden Verlaufsgrafik. Das heißt, hier bin ich gerade genau durch dieses Messmanöver durchgegangen. Jetzt ist mein Objekt wieder, oder das Teleskop wieder perfekt fokussiert. Und ab jetzt kann ich ganz normal weiter fotografieren. Das Ganze ist auch temperaturgesteuert, das heißt, das Programm hier selbst regelt entsprechend der Temperatur im Laufe der Nacht dementsprechend die Schärfe noch einzeln nach. So, wir sind gerade irgendwo im Stier. Ich schlage vor, wir suchen uns mal ein Objekt aus. Hier ganz oben sind noch zwei vielleicht interessante. Gehen wir mal dort mit dem Teleskop hin. Das können wir auch tun, hier mit relativ leichten Methoden. Pointcraft ist eine schöne Sache. Ich drücke erst auf Auto. Das, was er dann macht, ist, er macht eine Einzelaufnahme. Anhand des Musters der Sternverteilung erkennt er eigenständig, wo er sich am Himmel befindet, wird mir hiervon gleich die entsprechenden Koordinaten zurückspielen. Das kann ich dann entsprechend synchronisieren mit meiner Montierung und auch mit meinem Sternwartenprogramm, was ihr oben gesehen habt. Das heißt, ich drücke hier drauf. Das heißt, mein Teleskop ist jetzt wieder an der richtigen Position. Das, was ich dann tue, ist, ich wähle mein Zielobjekt. Genau, da hatte Marco mich brutal abgeschnitten. Also ich wähle mein Zielobjekt auf und dann fährt das Teleskop das automatisch an, wie ihr das eben auch mit der Farbsicht gesehen habt. Jetzt haben wir noch zwei, drei Beispiele dafür und dann würden wir auch in die Fragen wieder reingehen, falls welche da sind. Horsehead Nebula, genau, der Flame Nebula ist direkt um die Ecke. Dann fahren wir mal hin. Flame Nebula ist auch ein sehr schönes Objekt. Ja, ich stoppe auch gerne die Aufnahme. Und dann geht's los. Wir bewegen uns wieder durch den Himmel. Ihr seht, das Teleskop rauscht gerade weg. Hier nach rechts rein in den Orion. Der Orion selber hat hier seine drei Zentralsterne. Hier oben die beiden Schultersterne und an den Gürtelsternen sozusagen, an dem, wenn man drauf guckt, linken Rand, das ist hier seitenverkehrt dargestellt, sieht man den Pferdekopf und daneben auch den Flammennebel. Ich gehe hierfür einmal, lass ihn erstmal arbeiten. Man erkennt das schon ein bisschen. Hier ist der Flammennebel selber. Das Objekt ist unheimlich hell hier. Ich mache wieder eine Aufnahme. Was ich eigentlich zeigen wollte, war der Pferdekopfnebel. Aber nehmen wir den mal eben mit. Es schadet ja sozusagen nichts. So, ich starte noch einmal meinen Autoguider. Lasse ihn neue Sterne suchen. So. Er guidet. Und wir starten die Aufnahme. So, unsere Aufnahme vom Flammennebel ist im Kasten, hier wieder im H-Alpha, sprich ionisierten Wasserstoffgas. Das, was wir sehen, ist hier ein sogenannter Emissionsnebel. Das heißt, der emittiert aktiv
Licht, also strahlt Licht heraus ins Universum. Auch hier hinter befindet sich ein sehr junger Sternenhaufen, was man mit Infrarotaufnahmen alles sehr gut schon aufnehmen konnte. Hier vor wieder eine dunklere Wolke, die auch das zentrale Licht, was dieser Sternhaufen da ausstrahlt, entsprechend absorbiert, abdunkelt. Und hieraus kommt diese relativ markante Struktur des Flammennebels zum Tragen. Hier neben einer der Gürtelsterne vom Orion, Alniak, ist das, wie gesagt, wenn man drauf guckt, der linke von den Gürtelsternen. Und genau daneben der Flammennebel. Wenn man hier rüber geht auf die andere Seite von Alniak, dann befindet sich dort der Pferdekopfnebel. Da wollen wir aber als nächstes mal hin. Das ist eine Dunkelwolke, die sich vor dem entsprechenden Emissionsnebel im Hintergrund einfach abhebt. Wir können da einmal hier rauf gucken auf unserer Karte des Ziel. Wir sehen hier den Flammennebel, hier den Gürtelstern Alniak und hier sehen wir die Struktur vom Pferdekopfnebel, wo wir entsprechend einmal hinschwenken müssen. So, das werde ich jetzt mal ganz kurz mit der Teleskopsteuerung machen, auch im Live-View. Ich denke, man müsste was entsprechend sehen können. Muss dafür die Aufnahme stoppen. Gehe in LiveView rein. Aktiviere unsere Kurzzeitmessung. Und schnappe mir einmal die Live-Steuerung vom Teleskop. Hier haben wir es. Das ist ein Optron. Ein Gerät, was ich nicht jedem empfehlen kann. Zumindest nicht in dieser Fassung. Ich ziehe das mal ein bisschen nach unten. Ne, da wollte ich nicht hin. Schade, geht nicht anders. Muss aber anders gehen. Ja, der gute Nachteil, wenn man das nicht tut, weil was ich machen wollte, war eigentlich euch zu zeigen, wie die jetzt nebeneinander dargestellt sind, aber durch das Snagit-Tool, diese Magnetfunktion hier, schaffe ich es gerade nicht, die perfekt nebeneinander zu bringen. Am Teleskop selber hat man immer noch eine Handsteuerung, das geht dann deutlich angenehmer. Ja, nützt nix. Ich gehe dann einmal auf die Gesamtübersicht. Wenn es denn sein muss. So, dann gehen wir in der Geschwindigkeit ein bisschen runter und ich verschiebe das Ganze mal. Mal gucken, ich bin... Ja. Ja, man sieht, wie der Stern losgewandert ist. Er hat sich inzwischen eine sehr hohe Belichtungszeit gegönnt. Das ist der Grund, weshalb er hier das alte Bild noch im Live-Stacking drin hat. Das ziehen wir uns mal runter. Auf 2 Sekunden. Und dann hoffe ich, dass er dementsprechend was findet. Ja, er zeigt es leider nicht an. Dann orientiere ich mich oben anhand der Karte. Genau, das Spiegelverkehrte. Dunkel, sprich nicht zu sehen. Das heißt, hier starten wir wieder unsere Live-Aufnahme oder unsere Aufnahme und dementsprechend wird gleich
der Pferdekopfnebel hier erscheinen. Ich gehe schon mal wieder in der Zwischenzeit in die größere Ansicht rein. Pausiere noch mal kurz meine Stimme und bin gleich wieder bei euch. So, da habe ich gerade verpasst, rechtzeitig auf Aufnahme zu drücken. Wir sind also schon 10 Sekunden in der nächsten. Ihr seht den Pferdekopfnebel, eine Dunkelwolke und dahinter ein Emissionsnebel, der entsprechend sehr schön hier hochstrahlt. Hier diese sehr hübsche, sehr typische Form, die vielleicht von einigen Fotos bekannt ist. So, als nächstes möchte ich mit euch zum Herznebel laufen. Auch ein wunderschönes Objekt, gerade für größere Brennweiten einer Spiegelreflexkamera. So um 200 bis 400 mm sehr schön aufzunehmen. Wir kriegen hier nur einen Teilausschnitt raus. Wir haben das Teleskop jetzt im Zentrum positioniert. Und ich würde als nächstes die Aufnahme starten. Dann werfen wir einen Blick auf den Herznebel. So, die letzten Sekunden. Und zack, wir haben unser Bild im H-Alpha-Bereich. Hier das Zentrum. Man erkennt wieder wunderschön die verschiedenen Gaswolken in dem Gebilde, die von der Strahlungsintensität der Sterne gebildet werden. Das heißt, überall auch hier im Randbereich die recht strukturierten Dunkelwolken, die auseinandergetrieben werden von dem Strahlungsdruck des Sternhaufens im Zentrum. Als nächstes wäre mein Vorschlag, dass wir ganz in die Nähe gehen. Wir haben hier ein oder zwei sehr schöne Sternhaufen. Chi und Persei. Gucken, ob wir die zusammen raufkriegen. Ja, müsste funktionieren. Dann schalten wir hier einmal rauf in den Luminanzfilter. Und gehen auf Live View. Das ist ein bisschen viel des Guten. Soll sich lieber von unten nähern. Manchmal hakt er ein bisschen, die Gründe habe ich noch nicht rausgekriegt. Da. So etwas aufgeblähte Sterne. Das liegt an der langen, dafür den Luminanzkanal relativ langen Belichtungszeit hier. Er springt wieder hoch. So,
Gut. Wir würden hier mal einen Cut machen, weil das schon relativ spät ist mit 2:30. Wir hätten theoretisch noch eine Stunde Material, haben mal den Mond reingenommen. Hier im Laufe der Nacht ist nochmal die Optik zugefroren. Dann hatten wir ganz viel Tau drauf. Das war der Grund, weshalb der Autoguider hier auch so völlig verrückt spielt. Für die, die sich so ein bisschen damit auskennen. Aber genau, ich würde sagen, für die ersten Eindrücke reicht es. Und wenn es Fragen gibt, gerne. Danke, ich bitte. Amen, geh. Bin ich nochmal gut. Warum wird das? Nochmal bitte die Frage. Hört mich? Ja. Ich bin hier offen. Ja? Ja. Seid ihr da? Mit welcher Art der Anwendung? Okay, das, das Guiding, das, ja, die Abtastrate kann ich tatsächlich einstellen. Ich weiß nicht, wenn man mein Bild noch sieht, wir können sonst auch direkt live auf die Technik zugreifen. Dann kann ich das daran vielleicht ein bisschen besser zeigen. Und beenden. TeamViewer. Da sind wir. So, hier oben ist mein Guiding-Programm. Und die Abtastrate kann ich ihm entweder fest vorgeben oder stellt sie sich ein. Die Abtastrate selber sollte man wählen, ein bisschen anhand des Teleskopes. Jedes Teleskop hat unterschiedlich viel Spiel. Typischerweise nimmt man so um 2 Sekunden herum Abtastraten. Und die kann ich ganz einfach auch je nach Programm einstellen oder er macht es entsprechend komplett automatisch. Also hier, wo Auto steht, ist dann die eine Auto wählt es automatisch aus, dass er die Sterne gut erwischt. Oder ich stelle halt ein hier 0,01 Sekunden oder je nachdem, was mich entsprechend interessiert. Und das mache ich so, dass ich genügend Sterne habe, die auch nicht überbelichtet sind. Das heißt, hier unten links zeigt ihr mir dann an, das ist gerade das Dach drauf auf der Hütte, von dem wir sehen wir auch keine Sterne, würde er mir diesen Full-Bis-Half-Maximum-Wert anzeigen. Also was ich vorhin erwähnt habe, diese gaussische Normalverteilung um den Stern herum. Und die versuche ich so zu wählen, dass meine Sterne scharf abgebildet sind. So, und die zweite Kamera mache ich deshalb, weil meine Hauptkamera nutze ich ja dafür, lange zu belichten. Das heißt, wenn ich mit meiner Hauptkamera, keine Ahnung, teilweise, ich kann theoretisch 30, 40 Minuten belichten, das ist gar kein Thema, um richtig viele Photonen einsammeln zu können, in der Zeit steht mir die Hauptkamera nicht zur Verfügung, darüber ein Guiding zu machen. Und deshalb brauche ich eine zweite Kamera. Und das mache ich entweder auf Axis oder durch ein zweites Teleskop, was ich an mein Hauptteleskop anschraube und hier rüber das Guiding mache. Das heißt, ich brauche einfach eine zweite Kamera, die dauerhaft diese Steuerbefehle sendet an die Montierung. Wenn ich das nicht tue, dann bekomme ich richtig, ja, es sei denn, ich gebe Zehntausende von Euro für eine Montierung aus sehr verwackelte, unscharfe Sterne. Das ist sozusagen Strichspuren oder das ist die preiswerte Variante, wenn ich keine Absolut-Encoder habe und ähnliches, ein wirklich gut nachgeführtes Bild zu machen. Ich kann noch mehr dazu erzählen, aber ich denke, es reicht. André, du bist auf Mute, glaube ich. Ich höre, sehe Lippen, aber ich höre nichts. Dann melde ich mich hier einmal gerade zu Wort. Ich hoffe, dass ich rüberkomme. Ist das der Fall? Das ist prima. Wenn ihr mich hören könnt, dann greife ich da mal rein und versuche die Fragen weiter aufzunehmen, die wir da haben aus dem Off. Ja, das war die Abtastrate. Die nächste Frage, die hier aufgekommen ist, war zur Kuppel, ob die automatisch nachführt oder ob das ein Rolldach ist. Ja, wir haben beides. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist eine Rolldachhütte.
Die hat den Vorteil gegenüber einem Kuppelspalt, dass beim Kuppelspalt die Wärme praktisch durch diesen Spalt entweichen muss. Und das kennt man vielleicht im Sommer über der Straße. Wenn der Asphalt heiß ist, dann fängt die Luft an zu flimmern. Und das Gleiche kann auch passieren bei einem Kuppelspalt. Der ist aber schöner zur Abdunkelung etwaigen Streulichts in der Umgebung. Also beides hat seine Vor- und Nachteile. Bei so einem Rolldach schiebe ich das komplette Dach weg und mein Teleskop steht mehr oder minder im Freien, inklusive der Seitenwände. Bei der Kuppel gucke ich durch einen kleinen Spalt durch, was gerade auch bei windanfälligen Lagen sehr hilft, weil mein Teleskop dann nicht im Wind steht und auch wenn, ja, und das würde bedeuten, dass es sehr leicht anfangen könnte zu wackeln. Also auch hier wieder, beides hat seine Vor- und Nachteile. Wir haben tatsächlich beides hier. Das, was ihr eben gesehen habt, die Aufnahme haben wir mit der Rollblach-Variante gemacht. Genau. Und wenn ihr uns besucht, dann gucken wir hier in der Regel durch den Kuppelspalt. Die kann man rein theoretisch nachführen, ist aber im Moment nicht angeschlossen. Ja. Bist du. Ich sag's, er ist ein Hund. So, jetzt solltest du auch wieder auf dem Stream sein, André. Das warst du eben gerade noch nicht, aber jetzt müsstest du wieder auf dem Stream sein. Ich gebe dir wieder ein Bild. Tut mir leid, wir haben das, die Zeit am Morgen, es ist schon ein bisschen wackelig. Wir gehen jetzt schnell durch. Haben die Teleskope auch einen optischen Zoom? Oder ist das zu ungenau? Nein, also es gibt die Möglichkeit, das macht man aber nicht am Teleskop, sondern man nutzt dann im Prinzip Okulare. Also Okulare sind so Linsen, mit denen ich visuell durchs Teleskop durchgucke und da wähle ich verschiedene Brennweiten. Ist jetzt nur für mich weg oder ist jetzt ganz weg? Da ist jetzt, glaube ich, in diesem Fall der Sprecher weg. Ich sehe von dem Sprecher weder Video noch Slides. Wollen wir mal hoffen, ob sie vielleicht noch wieder reinfinden. Wenn man die Leitung. Geben wir Ihnen einen kleinen Moment. Vielleicht war jetzt das Datenvolumen aufgebraucht. Oder der Infrastrukturneustart in der Sternwarte um 2.30 Uhr. So, wir haben jemanden wieder dabei. Ich muss den hier im Stream nur noch wieder freigeben. So, wir entschuldigen uns ein bisschen für die Technik. Ja, da sind Sie wieder. Grüß euch. Hallo. Ihr wart kurz weg. Wir entschuldigen uns. Wir gehen dann das ein bisschen schneller. Dieser helle Punkt jeweils in der Mitte einer Galaxis, wie kommt der zustande? Was ist das? Kommst du? Ja, klar. In der Regel ballt sich in der Mitte der Galaxis sehr viel Material zusammen. Das heißt, es wird da verdichtet und sehr stark beschleunigt, weil in der Mitte der meisten Galaxien sehr schwere Objekte hausen. In der Regel schwarze Löcher. Ultramassereiche schwarze Löcher, nicht in jeder sicherlich, aber in den meisten, die wir kennen, oder in vielen, die wir kennen. Und wenn wir hier etwas verdichten und dann beschleunigen, dann entsteht durch das Verdichten Hitze und durch die Reibung, durch die Beschleunigungsarbeit auch Wärme. Und dementsprechend erhitztes Gas leuchtet dann. Ah ja. Und habe ich das richtig verstanden, dass alte Sterne weniger schwere Elemente enthalten als junge? Wo gehen die dann hin? Wie bitte? Habe ich es richtig verstanden, dass alte Sterne weniger schwere Elemente enthalten als junge? Und wenn ja, wohin gehen die dann? Die Sterne? Nein, die schweren Elemente. Na, die gab es ja nicht. Die wurden erst mit zunehmendem Alter erst erbrütet, erzeugt. Das heißt, die gab es von vornherein nicht. Ich kenne die ganz genaue Zusammensetzung nicht, aber hauptsächlich waren es Wasserstoff und Helium und daraus über diese Fusion und Nukleosynthese sind dann schwerere Elemente erzeugt worden. Das passiert in den Sternen und ich glaube, bis zum Eisen kann man noch Energie gewinnen aus der Fusion und darüber hinaus dann nicht mehr. Und dann passieren da ganz obskure physikalische Sachen, die ich im Detail nicht erklären kann. Kannst du das?
Ja, die Sonne ist letztlich ein Fusionsreaktor. Ja. So, und da fusionieren halt leichte Elemente zu schweren und geben dabei Energie ab. Und je älter ein Stern wird, desto mehr schwere Elemente entstehen. Die Supernova ist dann das Highlight am Ende, wo mit ganz viel Energie sehr viele schwere Elemente gebrütet werden. Und nach der Supernova ist der Stern auch kaputt. Das heißt, das Gas wird auseinander gedriftet ins Universum rein. Es dauert ein paar Milliarden Jahre, dass sich das wieder irgendwo sammelt. Und dann entstehen neue Wolken, neue Dunkelwolken, die Gravitationskraft ist so das universellste Gesetz, was wir im Universum kennen. Das heißt, die Teilchen haften aneinander und so dauert es wieder Millionen von Jahren und immer mehr Staubteilchen fangen an, sich aneinander zu heften und irgendwann habe ich so viel Masse, dass ein Stern anfängt zu zünden. Das heißt, durch die Masse wird die Materie immer stärker zusammengedrückt und wenn ich so, ich glaube, bei 13 Jupitermassen bin, dann kann es zur Kernfusion kommen. Und dann fängt der Stern an, zu fusionieren und dann wieder Licht auszusenden. Und dann habe ich die zweite Generation. Das führt mich, Stichwort ist da. Ihr habt ganz am Anfang oder relativ weit vorne von einer Supernova gesprochen, die man so um das Jahr 1000 gesehen haben soll. Ja, ist das M1. Eine absolute Rarität oder dürfen wir sowas nochmal ansehen? Kriegen wir auch mal was so zu sehen oder? Wir hoffen immer drauf. Genau, Beta Geuze, auch im Orion, einer der Schultersterne. Der ist unheimlich aufgebläht und wenn diese großen Sterne sich aufblähen, fangen sie an zu pulsieren. Die können ihre Hülle nicht mehr richtig halten und die Hülle droht abzufallen. Das war gerade vor 2 Jahren so. Da ist Beta Geuze richtig dunkel geworden. Das heißt, hat sich in seiner Helligkeit sehr verändert und alle waren schon ganz aufgeregt. Mensch, geht das Ding jetzt endlich hoch und wir haben eine zweite Sonne am Himmel? Nein, ist leider nicht passiert. Wir müssen noch ein bisschen warten, aber da gibt es diverse Kandidaten. Also mit Glück sehen wir es. Das Problem ist, es lässt sich nicht exakt vorhersagen. Es gibt aber immer wieder Supernovae zu sehen. Sie sind alle nur nicht unbedingt in unserer direkten Nachbarschaft, sodass die Helligkeit dann bei uns nachher nicht mehr ankommt. Richtig. Und auch dazu, es gibt eine eigene Hotline. Das ist auch typischerweise was wir als Amateurastronomen machen. Guckt, ich hatte selbst auch mal einen Verdacht, dann ruft man da an, dann sind alle ganz aufgeregt, wollen sofort die Daten haben, weil dann muss ich relativ schnell meine Hauptteleskope hinschwenken. Und erst dann, wenn wir als Amateurastronomen irgendwie sehen, Mensch, da ist aber was, das passt da irgendwie nicht hin, dann wird es kurz überprüft, gucken andere Sternwarten drauf und wenn sich das dann entsprechend bestätigt, dann kommen auch ESO, NASA und sonst was und schwenken ihre milliardenteuren Teleskope dahin, die sonst viel zu teuer sind, um mal auf gut Glück irgendwo hinzugehen. Und das ist im Prinzip das Prinzip. Und diese Supernova-Meldungen gibt es auch im Internet. Das passiert mehrfach im Jahr, dass eine gefunden wird. Ja. Man sollte nur sicher sein vorher, dass es nicht der Mars ist. Dass es nicht der Mars ist, genau. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Weil es mich auch noch betrifft. Ich sitze hier auf einer Alm und spreche über Satellit mit euch. Ich habe einen Elon Musk-Anschluss hier. Wenn der Junge seine ganzen 20.000 Satelliten hinaufgeschossen haben wird, können wir dann von der Erde noch sicher Sternennächte machen oder ist es dann aus? Ja, sie sind zum Glück schon dunkler geworden. Die haben so ein bisschen die Antennen rausgedreht. Wir hatten früher mal Iridium-Galaxien. Das war sozusagen der Vorgänger von Elon Musk. Benannt nach der Iridium, ich glaube 111. Ordnungszahl oder sowas, das war die Anzahl der Satelliten. Und die haben unheimlich schöne Strichspuren gemacht von ihren, oder Flares nennt man sie. Sah toll aus, war sehr selten. Da hat man danach gesucht, aber jetzt die ganzen zigtausenden von Satelliten da oben hochkommen, das ist extrem nervig, weil sie mir als Lichtpunkte auf meinem Bild verbleiben und dementsprechend auch gerade Messungen, die man vielleicht macht in der Fotometrie oder ähnliches, letztlich völlig zerstören. Das heißt, je mehr Satelliten ich da oben kriege, je mehr Weltraumschrott da ist, der reflektiert, das sehe ich auf jeder einzelnen Aufnahme, desto schwieriger wird es, vernünftig Astronomie bodengebunden zu machen.
Beim Stacking ist es allerdings so, wenn ich genug Einzelaufnahmen habe, dann werden auch diese Spuren wieder rausgerechnet, je nachdem, was ich an Algorithmen nehme. Das heißt, wenn ich Algorithmen nehme, die sagen, okay, guck mal, auf dem Bild ist ein Objekt, das nirgendwo anders war, schmeiß das raus, dann kann ich das rausrechnen. Okay, wir sind eigentlich am Ende. Zur allerletzte Frage, welcher Typ Teleskop eignet sich denn besonders gut für die Astrofotografie? Als Abschlussfrage. Ich sage Refraktoren. Apochromatische, hundertprozentige, korrigierte Refraktoren. Ja, würde ich auch mitgehen. Also ist die Frage, was man fotografieren will. Ne, auch Astrofotografie, will ich den Mond fotografieren? Will ich Planeten fotografieren? Will ich Deep-Sky-Objekte, also großflächige Objekte, die in der Regel auch teilweise größer sind als der Mond, fotografieren? Dann auf jeden Fall Linsenteleskop für Planeten. Brauche ich vor allen Dingen Auflösung, da brauche ich einen Spiegel. Das kann ich mit einem Linsenteleskop nicht machen. Wer Planeten haben will, der muss entsprechend ein Spiegelteleskop nehmen. Für alles andere würde ich auch persönlich einen Refraktor nutzen. Letztendlich ist es eine Frage des persönlichen Geldbeutels. Was will man machen, genau. Und was vielleicht noch interessanter ist, vielleicht als die Teleskopart, ist bei der Astrofotografie die Brennweite. Ja. Gibt es die obligate Frage heutzutage, gibt es einen Podcast von euch? Nein, leider nicht. Dann dürfen wir euch das ans Herz legen vielleicht einmal. Und die zweite Frage ist, gibt es eine Bilder irgendwo auf einer Website zum Anschauen? Das habe ich nicht verstanden. Also, ja, sollen, oder? Ja, wir haben eine kleine Website, die pflegen wir aber kaum. Podcast, nein, noch nicht. Es gibt aber im Internet sehr viele Websites, wo man auch oder wo auch Sternfreunde dementsprechend ihre Bilder posten. Genau. Da ist noch eine Frage reingerutscht, wir wollen nicht so sein. Wenn ein Pulsar mit 33 Millisekunden Periodendauer rotiert, wie viel langsamer als Licht ist der dann noch? Kann man das ungefähr in Relation setzen? Der ist ja nicht groß, der Pulsar. Da bleibt ja nicht viel übrig. Die sind typischerweise nicht größer als der Mond. Noch kleiner. Ja, noch kleiner. Teilweise 10, 20 Kilometer im Durchmesser. Genau. Das ist völlig entartete Materie. Die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das ist quasi die Vorstufe, viel mehr geht nicht. Also viel komprimierter geht nicht. Danach gibt es dann die Singularität, also das schwarze Loch. Ja, also so ein Pulsar mit 10 Kilometern Durchmesser, da hat halt ein Kubikzentimeter, hat Millionen von Tonnen Gewicht, weil das so komprimiert. Ach, da können wir uns mit den 10er Potenzen ja, überschlagen. Das ist auch völlig egal. Es ist jenseits der Vorstellung. Ja. Und, gut, also wir wollen das hier beschließen, weil ich glaube, wir sind alle schon sehr müde. Wir wollen euch wirklich nicht länger halten. Wir haben schon schwer überzogen. Aber trotzdem, seht an unserer Begeisterung. Wir könnten noch eine Stunde fragen. Es würden sicher noch Fragen reinpullen. Nächstes Jahr wieder. Ja, dann so mit eventuell so mit einem Do-it-yourself-Vortrag mit ein eigenes Basteln. Knut, wolltest du das nicht irgendwie mal machen oder so? Ah. Nö. Ich habe ja funktionierende Technik. Naja, hack your hardware, ne? Ja, ja. Also es gibt okay. Ja noch unheimlich viele Möglichkeiten. Wir haben ja auch, das CCC in Hamburg hat ja noch weitere Vorträge sich aus der Richtung rausgesucht. Da sind ja noch Alternativen da. Natürlich ist noch jede Menge übrig geblieben, was man von mir aus nächstes Jahr tun kann. Punkt. Okay, dann darf ich mich bedanken bei allen Beteiligten bis in die späte Nachtstunde. Auch unseren Zuhörern und zusehenden Lebewesen da draußen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht. Es geht morgen, sprich heute, weiter in der Früh um 11.30 Uhr. Und bis dahin gehen wir jetzt bitte alle Mützeln. Gute Nacht.